Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem sehr, sehr großen, denn wir reden heute mal wieder über einen ROM-Hack, den ich euch vorstellen möchte und zwar Dark Worship im Expertenmodus. Und ich glaube, diesen Hack hier werden einige noch nicht kennen, von daher lasst mich mal kurz erklären. Dark Worship ist tatsächlich ein portugiesischer ROM-Hack von Feuerrot, also auf der Basis der dritten Generation, mit allerdings Pokémon der ersten 8 Generationen und einem guten Englisch-Patch, das bedeutet, ihr könnt das eigentlich ohne Probleme spielen, wenn ihr Englisch beherrschen solltet. Ja, und es gibt beispielsweise auch Mechaniken von späteren Gens, wie halt die Gems aus Gen 5, Mega-Entwicklungen, beispielsweise Z-Attacken oder auch Giga-Dynamax, um das Ganze wirklich umfangreich zu machen. Und es gibt sogar ein sehr cooles Nebenquest-System, wodurch man tatsächlich mit NPCs interagieren kann, um kleinere Aufgaben zu erfüllen. Etwas, was bis heute in den meisten Pokémon-Spielen einfach fehlt, und das hat mich auch sehr gefreut. Und ihr Hack hier bekommt auch bis heute immer noch Patches, also wenn ihr das Video hier in der Zukunft sehen solltet, gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr Content. Und beispielsweise die Hisui-Formen aus Legende Arceus sind auch schon enthalten. Man hat also wirklich viele Pokémon zum Teambuilding zur Auswahl, es gibt hier aber auch eine eigene Custom-Region mit 8 Orden, einem bösen Team und natürlich auch später einer Pokémon-Liga und einer ganze Menge Bonuszeug. Ja, und das Cover-Legi von diesem Spiel hier ist tatsächlich Zygarde, was ja nie seine eigene Spezialedition bekommen hat und deswegen hat mich das ziemlich gefreut. Und um diesen Run hier heute etwas interessanter zu machen, habe ich mir folgendes Ruleset gesetzt. Ich musste das Ganze im Expertenmodus durchspielen, es gibt nämlich insgesamt 4 Schwierigkeitsgrade und der Expertenmodus ist mit Abstand der schwierigste, es wird also ziemlich eskalieren, mit Arenaleitern mit vollen Teams und stellenweise Legis und so weiter, das hier ist wirklich stellenweise kein leichter Hack. Um das Ganze aber noch schwerer zu machen, habe ich mir sämtliche Gems verboten aus Gen 5, sämtliche Mega-Entwicklungen, sämtliche Z-Attacken und auch Giga-Dynamax. Sowie auch sämtliche Boost-Attacken, also so Sachen wie Schwertanz oder Bauchtrommel, werde ich auch nicht nutzen dürfen. Ich war also sehr stark eingeschränkt und habe mich auf den Hack hier einfach mal eingelassen. Und ich kann hier schon mal sagen, der Hack hat mir sehr gut gefallen. Er ist wirklich gut gestaltet und hat einige sehr gute Ideen und ich finde es eigentlich schade, dass der noch so unbekannt ist. Also testet den Hack gerne mal aus, wenn ihr wollt, aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Video. Das Spiel begann wie die meisten Pokémon-Spiele im Haus der eigenen Mutter und man kann hier schon ganz gut sehen, wo der Grafikstil von Dark Worship hin möchte und zwar praktisch Gen 4 Grafik auf der Basis von Pokémon Feuerrot. Und das ist ein Grafikstil, den ich mittlerweile extrem mag, weil den viele ROM-Hacks benutzen und die meisten Hacks nehmen dann auch sehr viele Custom-Grafiken dazu, um das Ganze wirklich hübsch zu machen. Und das ist auch bei Dark Worship durchaus mal wieder der Fall gewesen. Und ich konnte dann auch schon eine kleine Anfangsstadt erkunden, die ebenfalls ziemlich hübsch war. Und dadurch, dass ich euch heute eine gesamte Custom-Region präsentieren kann, werde ich euch einige coole Gebiete zeigen können, denn optisch ist, würde ich sagen, Dark Worship ein durchaus ziemlich starker Hack. Und ich konnte dann auch schon ins Labor vom Professor gehen, um mir meinen Starter abzuholen. Und der Professor hieß dieses Mal Professor Yami und ich habe auch schon meinen Rivalen kennengelernt. Und ich hatte hier erstaunlicherweise die Auswahl zwischen sämtlichen Starter-Pokémon der ersten 8 Generationen, also 24 Pokémon insgesamt. Das ist eine extrem große Vielfalt und deswegen wird sich jedes Playthrough bei diesem Spiel hier immer ein bisschen anders anfühlen. Und ich habe mich dieses Mal für den Feuerstarter aus Gen 8 entschieden, also Hoplo, weil ich den bisher nicht oft gespielt hatte und ich dachte mir, wenn man den schon mal picken kann in dem Gen 3 Hack, dann sollte ich das auch tun. Ich konnte aber mein Pokémon hier noch nicht benennen, das geht leider erst später. Was ich aber auch schon tun konnte in der ersten Stadt, war mir die Karte der Region zu holen und dieser hier auch mal wieder ziemlich gut aus. Man sieht schon, die Region ist jetzt nicht unglaublich groß bei Dark Worship. Es gibt hauptsächlich 8 große Städte, wo auch die Arenen stattfinden werden und dann halt später eine Pokémon-Liga und keine zweite Region mit gigantischem Postgame oder so. Aber das, was da ist, hat mir extrem gut gefallen bei dem Hack hier und ist auch optisch wirklich vielseitig, also da wird einiges auf uns zukommen. Und nachdem ich dann mit dem Tutorial so ein bisschen fertig war, konnte ich aufbrechen auf die erste große Route und Pokémon fangen, um mir erstmals ein Team zu bauen und dort hatte ich dann direkt eine sehr große Auswahl. Man kann aber auch schon relativ zügig bei der zweiten größeren Stadt ankommen, ohne großartig zu kämpfen, das ist aber noch keine Stadt mit einer Arena. Man sieht aber auch hier schon wieder, es gibt einige Custom-Grafiken, wie beispielsweise die Visaflor-Statue, die ich sehr hübsch fand, und das Ganze ist optisch einfach stimmig.
Ich konnte aber auch noch nicht einfach so weiterlaufen, denn es wurde tatsächlich ein Junge in der Stadt vermisst und dementsprechend wurde ich von dem Officer nicht durchgelassen und musste erst eine Quest lösen. Bevor ich das allerdings tun konnte, musste ich tatsächlich meinen Rivalen besiegen, der beim Pokémon Center auf mich gewartet hat. Und der hatte jetzt logischerweise ein Starter-Pokémon auf Level 5 als kleinen Tutorial-Fight. Erstaunlicherweise hat der hier aber nicht einfach den Wasserstarter gespielt aus Gen 8, sondern tatsächlich ein Hydropi, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber gut. Ich konnte das über Tackle ein bisschen vorbelasten, allerdings hatte Hydropi hier bereits Aquaknarre, um mich sehr effektiv anzugreifen, und deswegen hatte ich mit Hoplo schlechte Karten. Ich hatte aber ja auf der ersten richtigen Route bereits einige Pokémon gefangen, und ich habe dort unter anderem als Rare Encounter einen Gag Arbor gefunden, denn die anderen Starter kann man sich ebenfalls besorgen. Und auf Gag Arbor hatte schon Absorber, um sehr effektiv anzugreifen. Wo wir jetzt aber zum Pokémon Center kommen, muss ich tatsächlich einiges erklären, weil hier wurde einiges geändert. Zunächst mal gibt es in den Pokémon Centern auch immer den Pokémon Supermarkt, also wie in den moderneren Pokémon Spielen, was ich auch ganz gut finde. Allerdings ist das Inventar von den Pokémon Supermärkten hier aufgetrennt in Medizin und andere Items. Wenn man sich also fragen sollte, warum man keine Pokébälle kaufen kann, ist man im falschen Menü. Das ist eine Sache, die mir erst passiert ist und deswegen war ich sehr irritiert, weil das unüblich ist für Pokémon-Spiele. Der NPC rechts neben dem Supermarkt allerdings, der kann auch deutlich mehr. Denn der war hier beispielsweise der Namensbewerter und so konnte ich meinen Feuerstarter dann Timo nennen nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann könnt ihr mir das sehr gerne unter dem obersten angepinnten Kommentar schreiben, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Das war aber nicht das Einzige. Der NPC ist auch gleichzeitig ein Tutor, der Attacken beibringen kann und man schaltet immer mehr Attacken frei, wenn man Orden sammelt. Und am Ende des Runs kommen da wirklich einige gute Attacken zusammen, also sollte man da regelmäßig vorbeischauen und das kostet auch nichts, also das ist wirklich sehr entscheidend. Und was dieser NPC auch bereits konnte, war der Service vom Attackenerinnerer, also das kommt auch noch dazu. Man kann hier also im Pokémon Center wirklich einiges tun und das ist vor allem im Expertenmodus extrem wichtig. Nachdem ich dann aber mein Team ein wenig modifiziert hatte, wollte ich aufbrechen nach links, um den Jungen zu suchen, allerdings wurde mir dort der Weg versperrt von einem Mamfaxo und ich musste tatsächlich auf der ersten richtigen Route einen NPC finden, der mir Honig geschenkt hat, um das Mamfaxo herausfordern zu können, damit ich weiterspielen konnte. Und das ist eine Sache, die wir noch einige Male im Playthrough sehen werden, dass man stellenweise gezwungen ist, kleinere Nebenquests zu machen. Und das kann stellenweise etwas nervig sein, es ist aber generell immer cool, wenn überhaupt Nebenquests existieren, bei den originalen Pokémon-Spielen ist es ja praktisch gar nicht der Fall. Und tatsächlich konnte ich dieses Mamfaxo hier dann auch direkt einfangen. Ja, und dann konnte ich weiter nach links gehen, wo ich bei Mystery Lake, einem neuen Gebiet, eine Cutscene ausgelöst habe, zusammen mit meinem Rivalen. Und dort ist dann tatsächlich bereits das böse Team in der Region gelandet und ich habe Isaac kennengelernt, den Anführer einer bösen Sekte. Tatsächlich muss man hier in Dark Worship kein böses Team bekämpfen, sondern eine Sekte. Aber ich denke, das kommt fast auf selbe hinaus. Auf jeden Fall wollen die hier auch mal wieder Gott spielen und diverse legendäre Pokémon für sich nutzen, aber auf die Story von diesem Spiel hier werde ich im Laufe des Playthroughs eingehen. Zunächst mal musste ich dort aber schon zum ersten Mal gegen Isaac antreten und der war hier bereits erstaunlich gefährlich. Ich meine, man muss fairerweise dazu sagen, der hat hier nur zwei Pokémon gespielt, aber was für welche? Der begann hier einfach mit Mimikyu aus Gen 7, was extrem broken ist. Das ist Geist-Fee, eine der besten Typenkombinationen und es hat die Fähigkeit Kostümspuk, es ist also einmalig immun gegen Damage. Ich konnte das aber über Staralili ein paar Mal angreifen über Heuler, um es ein bisschen abzuschwächen, weil ich wusste, das wird auch stellenweise physisch angreifen und dann praktisch komplett eskalieren. Und dann habe ich Staralili hier geopfert, um im Pluslit zu kommen und Donnerwelle rauszulegen. Weil so konnte ich Mimikyu schon mal etwas unkonstanter und langsamer machen, was äußerst praktisch war. Ich wollte aber Pluste noch nicht ganz aufgeben und bin dann in Gag Arbor gewechselt, um nochmal Silberblick zu machen, um auch die Verteidigung von Mimikyu zu schwächen. Und dann habe ich hier Gag Arbor geopfert, um in Mamfaxo zu kommen und dem habe ich über den Tutor die ganzen Elementarschläge gegeben, damit das sofort sehr gute Coverage hat. Ja, und Leftovers hatte ich halt auch drauf, weil Mamfaxo das getragen hatte, es war also doppelt gut. Und ich konnte sogar über Eisschlag hier Frostbite verteilen, also die neue Art von Freeze aus Legende Arceus,
die es leider nicht nach G9 geschafft hat. Aber hier ist das Ganze implementiert worden und das finde ich eine mega coole Idee. Ja, und es hat dann scheinbar die Paralyse überschrieben, das war aber nicht ganz so wichtig, denn vor allem auch wegen Silberblick habe ich hier dann echt guten Schaden machen können und ich konnte auch Kostümspuk brechen. Isaac hatte aber auch noch Gramokles dabei, also die Vorentwicklung von Durengard, und das ist ebenfalls eine krasse Ansage für den Beginn des Spiels. Und das Ding hatte bereits Workup, um zu setupen, es war also doppelt gefährlich. Ich konnte aber auch das paralysieren über Plusle, um es etwas langsamer und unkonstanter zu machen, und dann konnte ich hier einige Male über Donnerschlag angreifen, was ich halt auch hier mal wieder über den Tutor bekommen hatte. Und nach einigen Fullparas und so weiter, konnte ich dann Plusle opfern, um zu finishen über Fire Punch vom Amphaxo, und da das immun war gegen Shadow Sneak, konnte ich Gramokles dann sogar outspeeden. Doch man hat hier schon deutlich gesehen, worauf der Expertenmodus hinaus möchte. Und ich wusste, das hier wird definitiv kein leichtes Playthrough. Nachdem ich Isaac dann aber endlich besiegt hatte, habe ich noch ein paar Infos bekommen und tatsächlich hieß die Sekte Dark Worship, also genauso wie dieser Hack hier. Und bei der Sekte sind scheinbar alle Mitglieder gleichgestellt und die wollen halt die böse, unfaire Welt verändern. Also praktisch Beweggründe, wie bei den meisten bösen Teams. Ich konnte dann aber weitergehen, links am See entlang, nachdem Isaac gegangen war, und dort habe ich dann den Jungen gefunden und tatsächlich war der weggelaufen, weil er halt einem kleinen Mädchen einen Streich gespielt hatte und dann konnte ich den Jungen zurückbringen durch eine kleine Nebenquest. Und dadurch konnte ich das Spiel dann fortsetzen und als nächstes ging es dann in ein Waldstück, was durch ein Easter Egg scheinbar angelehnt war an den Vertania-Wald, also das Layout ist sehr ähnlich, allerdings gab es dort eine kleine Überraschung. Und zwar konnte ich dort auf Barry treffen, den Rivalen aus Gen 4, der Trainer Gold gesucht hat. Also einige bekannte Charaktere aus bekannten Pokémon-Spielen sind auch eingebaut als Bonus-Boss-Kämpfe. Und das finde ich eine sehr nette Sache. Und gegen Barry konnte ich hier schon antreten. Tatsächlich konnte ich aber diesen Fight hier einfach komplett cheesen. Und zwar konnte ich zunächst bei seinen Staralillibon shotten über Donnerschlag und dann ging es weiter mit Bärmon, das hat aber Mogelhieb gegen mich verwendet und ich hatte Zugabe. Und wenn man das machen sollte auf eine Attacke wie Mogelhieb, dann wird die jedes Mal fehlschlagen und der Gegner kann nichts anderes mehr einsetzen. Ich konnte dann also Bärmon einfach langsam über Donnerschläge besiegen und dreimal dürft ihr raten, was dann passiert ist. Er hat Panflam eingewechselt als Feuerstarter aus Gen 4 und das Ding hatte ebenfalls Mogelhieb, ich konnte es also auch cheesen. Ich habe also das gesamte Team von Barry hier ohne Schwierigkeiten killen können, allerdings war das ja auch kein so ernst gemeinter Bossfight, vor allem nicht im Vergleich zu Isaac. Auf was ich jetzt aber nach diesem Barry-Fight mal kurz zu sprechen kommen möchte, sind die Nebenquests. Generell kann ich empfehlen, bei diesem Spiel hier immer alle Routen und auch Städte wirklich komplett abzuklappern und am besten mit allen Leuten zu reden. Richtige Nebenquests allerdings mit großen Belohnungen sind meistens gekennzeichnet über ein Ausrufezeichen über dem Kopf von dem NPC, dass man halt mit denen interagieren kann. Und dann kann wirklich alles Mögliche passieren. Manche NPCs wollen Items haben oder wollen, dass man irgendwas für sie erledigt oder einen bestimmten Trainer besiegt oder manche wollen auch einfach nur tauschen. Und die Belohnungen dafür können ziemlich gut sein, beispielsweise einige Competitive Items, TMs oder sogar komplette Pokémon, die man so geschenkt bekommen kann. Ja, und ihr seht schon, ich habe dann relativ schnell die nächste Stadt erreicht und dort gab es dann den ersten großen Orden und das war eine Kampfarena. Und dort ist jetzt eine große Sache passiert und zwar ist die Schwierigkeit dieses Spiels hier unglaublich angestiegen. Denn tatsächlich hat jeder Arenaleiter von Pokémon Dark Worship im Expertenmodus ein volles Pokémon-Team, was unglaublich krass gelevelt ist, plus auch beispielsweise die Möglichkeit zu Dynamaxen und tatsächlich kann man im Expertenmodus auch keine Items nutzen im Kampf, also cheaten wäre gar nicht möglich und man kann nicht überleveln, weil es sogar eine Level-Cap gibt. Und das finde ich besonders gut. Ich hatte mir für den Kampf extra ein Wommel besorgt aus Gen 7, also ein Käfer-Feen-Pokémon, und ich habe mir von wilden Mamfaxos 6x Leftovers geholt, um gute tragbare Items zu haben. Und das war schon mal ziemlich entscheidend. Allerdings begann es sofort mit einem Surokex mit Drachentanz, was ich nicht one-shotten konnte, und das Ding hatte Abschlag, um mein Wommel fast zu one-shotten. Und bereits beim zweiten Pokémon ist Wommel dann down gegangen, ich konnte aber zumindest sein Glibunkel noch paralysieren über Stachelspore und dann Two-Shotten über Staravias Pflücker und das Ding hatte auch Bedroher als Fähigkeit. Ich war aber glücklich, dass das Ding eine Fullpara bekommen hat, denn Glibunkel hätte hier Fokusstoß gehabt, also eine Attacke mit 120er Basisstärke auf spezieller Seite. Die Bossgegner bei diesem Spiel hier machen wirklich keine halben Sachen.
Als dann aber überraschenderweise Electek eingewechselt wurde, musste ich erfinderisch werden. Ich bin dann in Koiwaf gewechselt, ein Normal-Pokémon der 6. Generation, um Doll Eyes einzusetzen, und das ist eine Prioritätsattacke, die den physischen Angriff senkt. Und mein Plan war der folgende. Ich wollte hier Koiwaf wegschmeißen, um wieder ins Staravia zu kommen, für noch einen Bedroher, und dann wollte ich in Reptine wechseln, was er Donnerblitz resistieren kann, und wegen dem gesenkten Angriff halt nichts befürchten musste von physischer Coverage von Electek. Und dann konnte ich mit Reptine hier diverse Male Megasauger einsetzen, um mich gegenzuheilen und kontinuierlichen Schaden zu machen. Und Electek war natürlich trotzdem eine große Gefahr, weil Donnerblitz unglaublich viel Schaden gemacht hat, ich hab's aber zumindest klein bekommen mit dieser kleinen Strategie. Danach musste ich aber gegen Restladero antreten und das hatte hier bereits Nahkampf auf Level 18. Ich konnte aber Reptine opfern und damit schon mal die Verteidigungswerte senken von Restladero durch seinen eigenen Nahkampf. Und dann konnte ich wieder Staravia mit Bedroher einsetzen, um das Ding zu one-shotten über Pflücker. Da ich wusste, Nahkampf kann ich halt einmal überleben, wenn es halt abgeschwächt sein sollte und mich nur neutral trifft. Was dann aber diesen Kampf hier erst so richtig gerettet hat, war folgendes. Das Restladero hatte eine Citroberry getragen, die ich halt durch Pflücker mit Staravia essen konnte, ich war also wieder auf einem halbwegs guten KP-Wert, und dann konnte ich hier gegen Linfu praktisch meinen Feuerstarter wegschmeißen, um wieder Bedroher mit Staravia rauszubekommen und Linfu in Schach zu halten, und dann ist was Witziges passiert. Ich habe Linfu in den roten Bereich gehauen mit einmal Pflücker, und dann dachte sich die KI, okay, ich möchte den nächsten Move am besten überleben, und die ist dann rausgewechselt in Kikli. Das beste Pokémon, was der Leiter noch hatte, und das war dann fast One-Shot. Ja, und finishen konnte ich das Ding über Quick Attack, über eine Prio-Attacke. Und an dem Punkt hatte der Arena-Leiter dann sich selbst komplett an die Wand gespielt und er konnte nichts Richtiges mehr Dynamaxen und hat es dann einfach bei Linfu gemacht, was aber nichts mehr gebracht hat. Und dementsprechend konnte ich diesen Orden hier abschließen, ohne explizit mein Team dafür zu verändern. Das war aber schon wirklich extrem knapp und es war ein würdiger erster Orden. Und ich kann jetzt schon mal anteasern, es wird noch deutlich härter werden. Und kurz darauf nahm dann auch schon die Story so ein bisschen Fahrt auf. Und zwar habe ich dann von einem Legi erfahren, von meinem Rivalen, in einer nahegelegenen Höhle. Und als ich in die Höhle reingegangen bin, bin ich wieder auf Dark Worship gestoßen, also die böse dunkle Sekte. Und ich habe dann herausgefunden, dass Isaac bereits beim Legi ist, um das Ding einzufangen. Und um zum Legi reinzukommen, musste ich dann ein Breitschrifträtsel lösen, also ein Blindenschrifträtsel, angelehnt an die Regelrätsel der 3. Generation, was ich eine extrem coole Idee fand. Und generell wird die Breitschrift hier in diesem Hack sehr häufig mit Legis in Verbindung gebracht, also das werden wir noch einige Male sehen. Und das finde ich auch eine ziemlich coole Idee. Als ich dann aber das Rätsel gelöst hatte, konnte ich rein zu Isaac, und der war gerade dabei, Iveltal einzufangen mit einem mysteriösen Pokéball, was auch sofort funktioniert hat. Er konnte also schon sehr früh im Spiel einen Teil seines Plans vervollständigen, und da musste ich gegen Isaac hier ein weiteres Mal antreten, und der war plötzlich unglaublich stark. Er hat zwar hier Gott sei Dank nicht sein Iveltal verwendet, aber leider mal wieder die Vorentwicklung von Durengard, was ich jetzt bereits einmal entwickelt hatte, und das Ding hatte Schwertanz, um mich komplett wegzuspeeten. Und ich konnte zwar mit einem Flunkiefer mit Bedroher ein bisschen dagegen gehen, das hatte ich kurz zuvor in der Höhle gefunden, und Stahlfee ist ja eine der besten Typenkombinationen im gesamten Spiel, ich habe aber mit Biss keinen Step gehabt und dementsprechend nicht so viel Schaden machen können. Und nach dem Opfer vom Flunkiefer wollte ich dann eigentlich finishen über Glut von meinem Feuerstarter, das hat aber auch nicht ausgereicht und der ist auch noch down gegangen, also hatte Isaac an dem Punkt bereits 2 Kills. Und ich konnte dann zwar finishen über Schattenstoß von Zubiris, was ich ebenfalls in der Höhle gefunden hatte, aber das war halt nur der Anfang. Isaac hatte hier 4 Pokémon und als nächstes kam wieder Mimikma rein, dessen Kostümspuk ich zwar über Schattenstoß brechen konnte, aber das Ding hatte Knuddler, um Zubiris zu one-shotten. Und dann wollte ich panisch irgendwas machen mit Staravia und Bedroher, aber Mimikma hatte hier bereits Bauchtrommel, um instant auf plus 6 zu gehen, um ein gesamtes Team wegzusweepen. Und das war nur die Hälfte von diesem Bosskampf hier, also ich habe nicht mal ansatzweise gewinnen können. Und deswegen musste ich für diesen Isaac-Fight hier tatsächlich separat ein Team bauen, um ansatzweise eine Chance zu haben. Und ich war tatsächlich hier bereits in der Lage dazu, mir einige Pokémon zu holen, die Geister halt sehr effektiv angreifen konnten. Beispielsweise konnte ich hier schon die Vorentwicklung von Fuegro haben und dadurch ist Isaac dann jedes Mal rausgewechselt in Latanecto, um das irgendwie auszukontern. Das hat aber nicht wirklich funktioniert.
Ich konnte das Ding über Biss einfach so in 3 Hits besiegen und hatte endlich mal einen Kill gegen Isaac in der Tasche, ohne dafür direkt sehr viele Ressourcen zu verlieren. Isaac hat dann aber auch einen Mortipod rausgeholt, was wirklich unglaublich gefährlich ist. Und ich bin dann rausgewechselt in Kramurks, also in Undicht-Pokémon, was hier Shadow Ball resistieren konnte. Und dann konnte ich hier predikten, dass Mortipod höchstwahrscheinlich auf Hausbruch gehen wird, eine der besten Boost-Attacken aller Zeiten, was hier im Early Game schon unfassbar dreist ist. Ja, und dagegen konnte Kramurks natürlich nicht alleine gewinnen. Ich konnte aber Mortipod ein bisschen vorschwächen und dann Kramurks opfern, um zu finishen mit Schattenstoß von Zubiris. Und das Schöne war halt, dadurch, dass ich Zubiris draußen hatte, kam dann immer Mimikma rein mit Knuddler, was mich sofort finishen wollte. Es ist also nicht für Bauchtrommel gegangen und ich konnte mit Schattenstoß direkt wieder Kostümspuk wegmachen und dann einfach mit Flunkiefer reinkommen und bevor Mimikma irgendwie Zeit hat, gefährlich zu werden, einfach Eisenschädel spammen. Und damit war auch dieser Kill durchaus möglich und ich musste nur noch an der Vorentwicklung von Durengard vorbei, aber das Duoclass war dann halt immer noch gefährlich. Ich konnte aber zumindest wieder zurückwechseln auf Mizunder und nach einem Schwertanz von Duoclass einmal Shadow Sneak überleben und es ein bisschen vorschwächen über eine Feuerattacke und dann konnte ich hier Gaunux einwechseln, ein Gen 8 Unlicht-Pokémon, was sich bereits sehr früh entwickelt, weil es halt für die Anfangsrouten gedacht ist und damit konnte ich dann Duoclass finishen, um diesen Kampf hier abzuschließen. Aber das war schon wirklich unglaublich schwer und fürs Early Game mit Abstand die schwierigste Stelle. Obwohl ich Isaac aber besiegt hatte, konnte er natürlich trotzdem mit Yveltal abhauen. Ich habe aber immerhin als Belohnung ein Fossil bekommen, die man später auch wiederbeleben kann. Dann wollte ich aber eigentlich weitermachen auf der nächsten Route. Um die aber erreichen zu können, habe ich eine VM gebraucht, aber tatsächlich dann doch nicht. Denn es gibt hier für die meisten VM-Moves tatsächlich Basis-Items, um halt nicht irgendwelche Sklaven mitnehmen zu müssen, was ich extrem angenehm finde. Und man kann auch mit den VMs hier durchaus einige Male backtracken im Spiel, um diverse coole Sachen zu finden. Mit Zerschneider beispielsweise habe ich im Bertania-Wald abklatschen Evoli fangen können, was dort einfach mal versteckt war. Also Backtracking kann sich durchaus lohnen bei dem Spiel hier, da kann man einiges finden. Und was ich durchaus auch mal loben wollte, sind die Rüpel-Events. Auf der nächsten Route beispielsweise musste ich einen alten Mann retten vor einigen Mitgliedern von Dark Worship und es waren eigentlich nur kleine Rüpel, die hatten aber sogar ganz gute Pokémon. Das sind jetzt keine Nebenbosskämpfe, die ich großartig durchsprechen müsste, aber das waren zumindest keine kompletten Loser. Und das finde ich immer sehr schön, weil bei originalen Game Freak-Spielen sind die meisten Nebentrainer von diesen bösen Teams einfach komplette Zeitverschwendung, aber das war hier nicht so ganz der Fall. Ja, und kurz darauf ging es dann wieder in eine Höhle und bei deren Ausgang habe ich da einen Charakter gesehen und zwar Trainer Gold. Der wurde ja bereits angeteasert, ich konnte aber hier noch nicht gegen ihn kämpfen. Ich bin aber dann in einer der größten Städte des Spiels angekommen und die hatte hier ein sehr cooles Großstadtdesign mit einigen Mehrfamilienhäusern und sehr vielen NPCs, für die man auch mal wieder kleine Nebenquests machen konnte, um Items zu kriegen. Und es gab auch beispielsweise in der Mitte einen kleinen Park mit einem NPC, gegen den man sogar einen Bossfight führen kann, aber dazu kommen wir später, weil der war hier gerade noch überlevelt. Ich konnte aber auch schon direkt die nächste Arena besuchen, bevor ich aber dort rein konnte, kam natürlich Trainer Gold und ich musste jetzt gegen ihn antreten. Und Gold war hier auch nicht zu unterschätzen, denn er konnte hier einfach mal Dynamaxen, wie ein Arenaleiter. Begonnen hat er jedoch mit einem Griffel, was ich sofort mit Flunkiefer auskontern konnte und deswegen ist er direkt gewechselt. Ich konnte aber hier einfach Tarnsterne rauslegen, um jedes weitere Pokémon, wenn es einzuwechselt, schon mal ein bisschen zu schädigen. Leider hat aber Gold hier sein Igelava eingewechselt, also seinen mächtigen Feuerstarter, das dann auch direkt Dynamaxen wollte und das war durchaus ein großes Problem. Ich habe dann aber herausgefunden, dass ich das tatsächlich über Mizunder ganz gut wallen kann und dann habe ich halt Runden verschwendet. Die Sache ist, Dynamax ist zwar gefährlich und der Gegner ist dann auch plötzlich doppelt so bulky gerne mal und kann halt mächtige Dynamax-Attacken einsetzen, aber Dynamax läuft halt nach 3 Runden aus und dann ist es vorbei. Sobald ich also diese Runden ausgestallt hatte, konnte ich wieder halbwegs Fuß fassen. Leider hatte aber Igelava an dem Punkt bereits einige Boost gefarmt über seine Dynamax-Attacken und dementsprechend ist dann nicht nur Mizunder draufgegangen, sondern auch mein Gaunux, was nicht finishen konnte, und da musste ich auch noch mein neues Tauros einwechseln, was ich auf der Route unterhalb der Stadt gefangen hatte, und es hat dann auch noch einmal Lavablumen gefressen und ist ebenfalls fast down gegangen. Also diese Dynamax-Pokémon können schon wirklich gefährlich sein und wie gesagt Leute, ich wollte ja ohne Dynamax spielen.
Ihr seht aber schon, der Rest dieses Kampfes hier ist dann ziemlich gut abgelaufen. Sein Togetic konnte ich outspeeden, trotz seinem Falterreigen, also hat das keine Rolle gespielt. Sein Galar Pantimos konnte ich ebenfalls über Eisenschädel two-shotten und das konnte Tauros nicht mal finishen. Und da musste ich halt nur noch gegen Griffel gewinnen, was absolut nichts tun konnte gegen Flunkiefer. Und dann hat sich dieser Kampf hier noch ein bisschen gezogen, er war aber praktisch entschieden. Aber wie gesagt, vor allem dieses Igelava von Trainer Gold war durchaus ein gefährlicher Gegner. Und zur Belohnung für den Sieg über Trainer Gold konnte ich dann rein in die zweite Arena und das war dann Unlichtorden mit einem relativ nervigen Rätsel, wo man die richtigen Wege finden musste. Das gab es aber bei Gamefix-Spielen auch schon einige Male. Ja, und dann bin ich bei der Arenaleiterin irgendwann angekommen und habe festgestellt, das Ganze ist kein normales 6 gegen 6, es ist jetzt zum ersten Mal ein Doppelkampf. Und solche Doppelkämpfe können in Hardcore-Hacks wirklich extrem gefährlich sein. Und natürlich sind diese Doppelkämpfe auch immer extrem chaotisch, aber ich versuche das Ganze so gut wie es geht zusammenzufassen. Auf jeden Fall hat die Leiterin geleadet über Coriogel, was sofort gedynamaxed hat, also das war doppelt gefährlich. Sie hatte aber auch einen Pelzebub mit Follow Me, was die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass ich halt Coriogel nicht angreifen konnte. Das konnte also praktisch tun, was es wollte. Ich habe hier aber leaden können über Gaunux und Flunkiefer und habe rausgefunden, wenn ich das so mache, dann macht Coriogel keine krassen gefährlichen Setup-Moves oder so, wodurch es extrem gefährlich wird. Es macht nur Max Airstream, um seine Init zu erhöhen, was nicht so schlimm war, da ich ja eh ständig outspeedet wurde durch die krassen Werte von den Gegnern bei dem Hack hier. Ich bin also damit ganz gut klargekommen, das waren aber auch nur die ersten beiden Pokémon. Ich musste später auch noch gewinnen gegen Morpeko, ein weiteres Pokémon aus Gen 8, was auch seine Form wechseln kann, sowie auch Nachtara, was unglaublich defensiv ist, Galar Baldorfisch und Gladiantri. Also mal wieder ein extrem umfangreicher Bosskampf. Was mir hier aber extrem geholfen hat, war Flunkiefer. Weil das Ding konnte nicht nur Undichtattacken ohne Probleme resistieren, es hatte auch die Möglichkeit, über Feenattacken sehr effektiv anzugreifen und durchaus einiges an Schaden auszuteilen. Und das, obwohl ich ja nicht mal Knuddler hatte, ich hatte sogar nur einen speziellen Move. Das hat aber so ein bisschen ausgereicht tatsächlich. Ja, und ich konnte sogar trotz Call Mind so ein bisschen Coriogel machen lassen, um es dann später zu finishen über Reptine und das konnte dann auch über Laubklinge und Donnerschlag einiges bei diesem Bosskampf hier noch reißen. Und ich hatte dann sogar später noch den Vorteil, dass ich über Mezunder noch Gladiantri sehr effektiv angreifen konnte mit Feuerattacken und ich hatte auch mittlerweile Bundlebee gespielt, ein Käfer-Feen-Pokémon aus der 7. Generation, was sich auch ziemlich früh entwickelt und eine sehr gute Init hat. Und auch das werden wir heute noch einige Male sehen, weil es wirklich spielstark ist. Und am Ende habe ich dann diesen Orden hier auch eigentlich ganz gut hinbekommen, nach ein paar Versuchen. Ich muss schon sagen, als ich den Doppelkampf gesehen hatte, dachte ich, es wird noch schlimmer. Und was ich dann auch nicht so ganz kommen gesehen habe, war wie viel eigentlich passiert zwischen der zweiten und dritten Arena. Denn wie gesagt, die Region von Dark Worship ist jetzt nicht unbedingt die größte, aber es ist dann tatsächlich einiges passiert, bevor ich wieder Orden machen konnte. Zunächst mal musste ich nach Süden auf eine kleine Farmroute, die ich sehr hübsch fand, dort hatte ich zuvor auch schon das Tauros gefangen, und dann bin ich nach relativ kurzer Zeit bei einer kleinen Stadt rausgekommen, wo es aber dann nicht weiterging. Und zwar gab es dort einen alten Mann, der sein Evoli vermisst hatte, was entführt wurde, und ich musste dann zurückgehen auf die Farmroute und dort in einem kleinen Farmhaus im Hinterzimmer bei einigen Miltanks ein verstecktes Dark Worship-Mitglied finden, was tatsächlich das Evoli entführt hatte. Also so ein kleines Rätsel bzw. Sidequest, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern. Und dann konnte ich weitermachen bei der Kleinstadt in einer kleinen Höhle und das war dann eine Mine mit Minecarts und so Schienen am Boden, die ich sehr hübsch fand und dort gab es dann einen kleinen Doppelkampf gegen Dark Worship Mitglieder, die hier insgesamt zumindest 4 Pokémon gespielt haben. Auch kein wirklich schwieriger Bossfight oder so, aber wie gesagt deutlich spannender als einfach irgendwelche Rüpel mit 2 Pokémon, die gar nichts tun können. Und auf der nächsten Route, nach dieser Mine, habe ich dann Stark getroffen. Und das war hier ein NPC, für den ich eine Quest machen musste, und zwar musste ich seine Freunde Fear und Psycho finden, in vorherigen Städten. Und ich fand das zunächst mal relativ random, dass man jetzt backtracken soll für halt eine Nebenquest, aber tatsächlich passiert das in Dark Worship häufiger, ich würde das aber sogar ein bisschen kritisieren. Denn ich finde, man sollte so viel Vertrauen in seine Spieler haben, dass die halt wirklich Spaß haben an den Nebenquests und die freiwillig machen. Die immer wieder auf Zwang drauf zu stoßen, kann für einige Spieler vielleicht nervig wirken. Tatsächlich fand ich diese Nebenquest aber ganz lustig, und zwar waren diese 3 NPCs angelehnt an portugiesische YouTuber, die scheinbar auch Pokémon machen. Auf jeden Fall konnte ich dann gegen die 3 antreten und die hatten dann jeweils ein Pokémon.
Und ich werde diese Kämpfe mal durchsprechen, weil ich habe hier dann einige neue Pokémon verwendet, da die Levelkurve wieder gesprungen war. Und gegen Starks Gyarados beispielsweise habe ich dann Relaxo verwendet, da mein Mampfaxo mittlerweile genug Zuneigung hatte, um sich zu entwickeln. Und Gyarados habe ich dann gewonshottet über Donnerschlag. Und dann ging es weiter mit 4 Scardevior, was eigentlich ein bisschen gefährlicher war. Ich konnte aber dort Relaxo aufgeben und dann safe rüberwechseln in Stalobor. Ein mächtiges Boden-Stahl-Pokémon aus der 5. Generation mit Eisenschädel. Und damit konnte ich Gardevoir sehr effektiv angreifen und ich konnte auch das Pokémon sehr gut outen. Und der dritte Gegner war dann Psycho mit einem mächtigen Glurak, was ich auch noch irgendwie outen musste, aber dagegen hatte ich jetzt auch was Neues. Und zwar hatte ich mittlerweile durch den NPC ein Toxel bekommen, was ich weiterentwickeln konnte zu Riffex, einem Elektro-Gift-Pokémon der 8. Generation, was ziemlich spielstark ist. Und damit konnte ich Glurak erst paralysieren und dann einfach so besiegen. Also mein Team war an dem Punkt ein gutes Stück besser geworden. Und theoretisch hätte es dann in der nächsten Stadt wieder einen Orden gegeben, ich konnte aber den noch nicht herausfordern. Das Ganze war eine Stadt, die am Meer gebaut war und die hatte auch mal wieder ein besonderes Design und es gab dort beispielsweise einen Angelladen, wo man einfach Wasser-Pokémon kaufen konnte und zwar einige verschiedene mal wieder fürs Teambuilding. Da kann man sich wirklich zusammenbauen, was man möchte, also jedes Playthrough wird definitiv anders aussehen. Ich konnte dann aber die Stadt nach rechts verlassen, um zu einem Strand zu kommen, wo dann der Arenaleiter auf mich gewartet hat, zusammen mit einigen NPCs, die über ihre Sorgen geredet haben bezüglich Dark Worship. Dass die halt eine große Bedrohung für die Region darstellen und dass sie beispielsweise auch ein Ei klauen wollten, was noch eine Rolle spielen wird. Ja, und dann bin ich tatsächlich zum Arenaleiter hingegangen und ich wurde überfallen von Dark Worship-Mitgliedern und musste dann zusammen mit dem Arenaleiter einen Doppelkampf gegen die führen, wo ich 3 Pokémon auswählen konnte, um dann mit teilzunehmen. Und das war definitiv mein Lieblings-Rüpel-Event im gesamten Spiel. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich ja eigentlich sehr gut durchgekommen bin, vor allem auch wegen meinem Lead mit Bumblebee, was ihr Zauberschein spammen konnte, direkt gegen Spearclop und Krüppuk. Und Krüppuk hat hier sogar Calm Mind gespammt, also das Ding wollte setupen, um mein Team zu sweepen. Ich konnte aber hier sehr gut dagegen gehen und der Arenaleiter hatte auch gute Pokémon mitgebracht und zwar ein Aquana, ein Zumpex und ein Rotom Wash, was ich ziemlich überraschend fand. Es war also ein Wassertrainer, was aber auch sehr gut zur Stadt gepasst hat. Ich denke aber, wenn man hier kein so gutes Matchup hat, beziehungsweise wenn das eigene Team hier nicht gut gegen Geister antreten könnte, dann könnte das ein sehr schwieriges Event werden. Denn selbst in meinem Fall, wo ich noch Fuego dabei hatte und auch ein Gyarados, was ich kurz zuvor angeln konnte, um endlich mal ein Wasser-Pokémon zu haben, ist tatsächlich mein Arenaleiter-Partner so ein bisschen down gegangen. Am Ende hat er sogar 2 Pokémon verloren und war auf Rotom Wash, als ich das Ganze dann beenden konnte. Ich find's aber einfach generell ein cooles Event und Fuego mit Dark Lariat hat sich hier unglaublich gut gemacht, denn das ist einfach ein sehr spielstarkes Undicht-Pokémon, was ich dann auch später noch sehr oft benutzt habe. Die Gegner hatten aber auch noch Coriogel in der Geistform, das neue Corazon aus der 8. Generation, sowie Pumpkin und auch mal wieder Duoclass, denn das durfte natürlich bei einem Geist-Team auch mal wieder nicht fehlen. Nach dem Bosskampf ist dann aber was passiert, was ich ein bisschen widersprüchlich fand. Und zwar hat mir dann der Arenaleiter das Ei gegeben, was Dark Worship scheinbar haben wollte, damit ich darauf aufpasse, er wollte aber dann nicht gegen mich antreten in der Wasserarena, weil er mich für viel zu schwach befunden hat und sich praktisch über mich lustig gemacht hat. Ich sollte also später wiederkommen. Aber ich finde es ein bisschen widersprüchlich, dass man praktisch die Verantwortung bekommt für das Ei, was später noch eine Rolle spielen wird, wie gesagt, obwohl man doch angeblich so schwach ist. Aber gut, ich konnte dann zumindest zurückkehren zu der Stadt mit der 2. Arena und dann im Norden weitermachen, wo es zuvor nicht weiterging. Bevor ich das aber gemacht hatte, bin ich dann zu einem NPC gegangen, im Park von der Stadt. Und das war tatsächlich ein weiterer Pokémon-YouTuber als Easter Egg, gegen den man antreten konnte. Der Trainer hieß Andy und er hatte 4 Pokémon auf Level 37. Man hätte den schon früher machen können, aber der wäre logischerweise dann überlevelt gewesen. Deswegen hatte ich den aufgeschoben. Ich konnte aber hier gegen Zambisaflor antreten, mit Fuego, was zwar eingeschläfert wurde durch Schlafpuder, es ist aber relativ schnell wieder aufgewacht. Er hatte aber auch ein Tektas mit Liquidation, was dann sofort Fuego besiegt hat. Dort konnte ich aber dann zum ersten Mal aktiv Gyarados einwechseln, um Sprungfeder einzusetzen. Und Gyarados war hier durchaus ein spielstarkes Pokémon, auch durch die Fähigkeit Bedroher. Es ging aber dann weiter mit einem Pikachu,
Und dort hatte Garados natürlich schlechte Karten. Ich konnte aber safe rüberwechseln auf Stalobor und Pikachu einfach one-shotten und da musste ich nur noch an Zwirklopp vorbei. Aber das war dann durchaus eine größere Aufgabe, als ich zunächst mal dachte. Denn das Ding hatte ein unglaublich anstrengendes Moveset mit Bizarro-Raum, um die Init-Werte umzukehren. Ich konnte es also nicht konstant auf Dauer flinchen lassen über Eisenschädel. Es hatte aber auch Irrlicht, um mich zu verbrennen, und Pain Split, um praktisch unsterblich zu sein. Ich konnte aber dann später zumindest Riffhex einwechseln und das Ding paralysieren und dann über spezielle Attacken killen, wodurch der Burn nicht so wichtig war. Aber das Ding zu brechen, hat durchaus eine Weile gedauert. Einen deutlich ernsteren Bossgegner, den ich aber dann gefunden habe, war tatsächlich Trainer Rot auf der nächsten Route. Es gab ja auch schon Gold und Berry, also wahrscheinlich nicht verwunderlich, aber Trainer Rot hatte dann plötzlich 6 Pokémon, also ein komplettes Team, wie auch die Arenaleiter. Er begann dreist mit Pestragon und Fishes Rant, also eine der unfairsten Attacken überhaupt. Ich konnte das aber Gott sei Dank outspeeden über Bundleby und dementsprechend in den Griff bekommen. Meine meisten anderen Pokémon wären dort aber definitiv zerschellt. Bei seinem nächsten Pokémon konnte ich ihn aber dann so ein bisschen austricksen. Und zwar hat er hier auch einen Turtok gespielt mit Hausbruch, was potenziell ebenfalls komplett eskalieren könnte. Ich war allerdings in Killrange für eine Attacke davon, ich konnte aber Drain Kiss einsetzen, um mir einige KP wiederherzustellen, bevor mich die Attacke getroffen hat. Ich war also plötzlich doch nicht mehr in Killrange und dann konnte ich hier Stachelspore einsetzen, um Turtok zu paralysieren, into Full Para sogar, und plötzlich wäre Hausbruch gar nicht mehr so gefährlich gewesen. Und dann konnte ich Turtok noch ein bisschen weiter schwächen, Bundleby aufgeben und das Ding dann einfach killen, weil es keine große Bedrohung mehr war. Und gemacht habe ich das mit dem Gen 6 Pflanzenstarter, der zwar ziemlich unbeliebt ist, der ist aber Pflanzekampf und hat dementsprechend mein Team ganz gut abgerundet, also wollte ich dem eine Chance geben. Leider kam dann aber Bisaflor rein und dort musste ich Pregaron praktisch sofort aufgeben, weil es nichts hätte dagegen tun können. Ich konnte aber so zumindest safe rüberwechseln auf Garados und mit Sprungfeder das Bisaflor einfach so one-hitten. Und natürlich kam dann Pikachu rein, ich denke, das hat jeder schon erwartet. Ich meine, das hier ist Trainer Rot. Ich konnte aber dort wieder in Stalobor gehen, um Pikachu einfach zu besiegen. Aber das war es dann noch lange nicht. Trainer Rot hatte auch noch Hisui Zoroark, was mich fast gekillt hätte über Boom Burst, obwohl ich das sogar resistieren konnte. Und dann kam auch noch Mega Glurak in der Drachenvariante mit einem mächtigen Drachentanz, um mich auch mal wieder tot zu sweepen. Ich konnte aber dort wieder in Garados gehen, was noch nicht vorgeschwächt war, um mit Ruhe rauszulegen. Und dann habe ich noch ganz knapp das Ding two-shotten können und einmal Wutanfall tanken können, wobei das schon ziemlich knapp war. Trainer Rot war aber wirklich ein sehr starker Gegner und auch den werden wir später nochmal wiedersehen. Kurz darauf musste ich dann aber noch gegen einen weiteren bekannten Charakter antreten, und zwar gegen Brandon aus Smaragd, also den Gen 3 Protagonisten. Das war allerdings mehr ein Tutorial. Ich habe nämlich dann in einem regnerischen Wald, der so eine Art Sumpfgebiet war, auch eigentlich ein ganz cooles Biom, die Z-Attacken freigeschaltet und man konnte dann diesen kleinen Kampf machen, um die halt auszuprobieren. Ich werde aber wie gesagt auch die heute nicht einsetzen, um den Run hier etwas schwieriger zu machen. Den Kampf werde ich aber trotzdem mal durchsprechen, auch wenn der nicht so schwierig war. Er begann mit Sumpex, was ich sofort one-shotten konnte, über Samenbomben von Pregaron, und dann ging es weiter mit Gardevoir, wo ich halt Pregaron opfern konnte, um in Stalobor zu kommen, und dann habe ich das Ding ebenfalls in einem Hit besiegt, einfach über Eisenschädel. Unser drittes Pokémon war dann zwar Flampivian, was erstaunlich stark ist, aus Gen 5, ich konnte dort aber einfach Garados einwechseln mit Bedroher, und dadurch, dass es in dem Wald hier geregnet hat, wurden halt Feuerattacken sowieso abgeschwächt, also war das nicht so gefährlich. Und das letzte Pokémon war dann der Elektrohund aus Gen 8, der natürlich mal wieder nichts tun konnte gegen Stalobor. Das war also wie gesagt kein so schwieriger Fight, ich fand's aber dennoch ganz cool, dass sie den eingebaut haben und es ist auf jeden Fall ein nettes Tutorial, wenn man halt die Z-Attacken ausprobieren möchte. Auf der nächsten Route habe ich aber dann eine weitere Mechanik kennengelernt, und zwar gab es dort einige Steine im Wasser, über die man hüpfen konnte, um einen Panflam zu erreichen, beziehungsweise auch den Weiterweg. Das Panflam wird später wichtig sein, noch für eine Nebenquest, und generell wurden diese Steine dann häufiger mal im Spiel verwendet, um einfach Items zu verstecken, und das fand ich eine ganz coole Idee, um halt die Routen interessanter zu machen. Ich bin aber dann auch noch auf einen NPC gestoßen, der Eier ausbrüten kann, und dem habe ich dann das Rare Egg gegeben, was ich in der Story bekommen hatte, und wer hätte es gedacht, ich habe ein Zygarde ausgebrütet.
Allerdings eine besondere Form von Zygarde, die es normalerweise gar nicht gibt, und zwar eine mit nur einer Zelle. Man kann aber im Laufe des Spiels auf den verschiedenen Routen und in den Nebengebieten gelegentlich Zygarde-Zellen finden, wenn man genau aufpasst, und dann seine Zygarde praktisch aufrüsten. Da das aber natürlich ein legendäres Pokémon ist, werde ich das für diesen Run hier nicht verwenden, ich finde es aber cool, dass das geht. Und die Idee ist praktisch dann später gegen Isaac antreten zu können, mit einem eigenen Zygarde, wenn man die Arbeit reingesteckt haben sollte, die ganzen Zellen zu suchen. Was mich dann aber auch sehr überrascht hat, war die nächste Stadt. Denn dort gab es dann nicht nur endlich den dritten Orden, auf den ich ja schon eine ganze Weile gewartet hatte, es gab dort auch beispielsweise ein großes Museum mit sehr vielen Custom-Sprites und das Ganze war wirklich cool eingerichtet. Vor allem so Dinge wie beispielsweise dieses Aerodactyl finde ich einfach mega coole Details. Ja, und das Museum wird gleich auch noch eine Rolle spielen, vor allem weil dort so ein seltsamer Stein gelagert war. Was man aber ebenfalls in der Stadt besuchen konnte, war ein riesiges Einkaufszentrum und das konnte sich wirklich sehen lassen. Ich meine, generell sind auch bei originalen Game Freak-Spielen diese Einkaufszentren immer extrem wichtig, weil man dort halt sehr viele TMs und so weiter kaufen kann, um enorm viel stärker zu werden. Aber bei Dark Worship war das doch mal deutlich extremer. Ich konnte dort wirklich etliche neue TMs kaufen und auch beispielsweise fast alle Entwicklungssteine für praktisch jedes Pokémon, was man sich vorstellen könnte und auch noch beispielsweise diverse Competitive Items, die man hier auch kaufen kann. Also die Auswahl war dort wirklich grenzenlos und das hat das mögliche Teambuilding hier doch mal deutlich erweitert. Ich war aber sogar hier ganz zufrieden mit meinem Team, um ehrlich zu sein, und deswegen wollte ich jetzt erstmal einfach die dritte Arena probieren, um zu schauen, wie es läuft. Und das hat sich dann als Feenorden rausgestellt mit einem Teleporter-Rätsel, und tatsächlich war auch dieser Bosskampf hier dann mal wieder ein Doppelkampf, damit das Ganze natürlich nicht zu leicht wird. Und oh mein Gott, war dieser Bosskampf hier dreist. Die hat einfach geleadet mit Magiana und Felinara. Und Magiana ist hier ein Stahl-Fee-Legi, was auch noch boosten kann, wenn es Kills macht, also praktisch komplett overpowered. Ich habe also das sofort fokussen müssen mit Gyarados und Fuegro, um es sofort down zu kriegen. Leider hatte aber Felinara hier Boom Burst, was ist seine Fähigkeit, zu einer Feenattacke wurde und das hat unglaublichen Schaden gemacht. Und durch den Kill gegen Magiana kam dann einfach Mimikma rein, was sie natürlich auch mal wieder gespielt hat und das hatte wieder Kostümspuk. Ich konnte aber das einmal anhitten, während ich Felinara auch ein bisschen geschwächt habe über Gyarados und somit konnte ich dafür sorgen, dass die Boomburst-Attacke von Felinara halt auch Mimikma verletzt. Und das war hier ziemlich praktisch. Und so konnte ich das Ding sehr schnell in den roten Bereich bewegen, bevor es mit Schwerttanz zu sehr eskalieren konnte. Ich musste dann aber sogar noch erfinderischer werden, und zwar musste ich dann auf Bundlebee gehen mit Zauberschein, um beide Pokémon gleichzeitig angreifen zu können, safe. Denn Felinara hatte hier Follow Me, um einfach Attacken auf sich zu ziehen. Stahlabor war hier aber auch sehr gut, weil es halt Feen-Pokémon sehr effektiv angreifen konnte. Und selbst nachdem ich all das irgendwie bezwungen hatte, musste ich auch noch vorbei an Mega Gardevoir, ihrem Signature-Pokémon, sowie Primarine und auch Sabayone, die sie auch noch gespielt hat. Also ein wirklich umfangreiches Boss-Battle, ich konnte aber dankbar sein, dass ich halt Stahlobor spiele, wie gesagt als Stahl-Pokémon und halt auch noch Riffex mit Typ Gift, also war ich hier gegen Feen-Pokémon ganz gut aufgestellt. Ich kann aber generell empfehlen, bei ROM-Hacks, die halt Feen-Pokémon mit drin haben, immer so ein bisschen was gegen den Feen-Typen zu haben, weil wenn ein ROM-Hacker sich schon die Mühe macht, Fee einzuprogrammieren, machen sie auch meistens einige Bosskämpfe mit dem Typen. Ich hatte also eine Feen-Arena bereits erwartet und war entsprechend vorbereitet, bereits mit meinem Standard-Team. Aber das war durchaus trotzdem ein spannender Orden und eine sehr gute dritte Arena. Und ich finde es auch sehr cool, dass die Levelkurve hier schon so anzieht, weil so halt wirklich vollwertige Boss-Battles kommen können, ohne zu viel Tutorial halt, mit unterentwickelten Gegnern oder so. Nach der Arena ist dann aber das passiert, was kommen musste, und zwar wurde natürlich das Museum überfallen von Dark Worship und die wollten den seltsamen Stein klauen. Ich musste dort aber nicht ein weiteres Mal gegen Isaac antreten, es war tatsächlich nur ein Rüpel-Event. Ich finde es aber trotzdem cool, dass Dark Worship halt immer wieder auftaucht und nicht irgendwie für 3 oder 4 Orden in a row vergessen wird und gar nicht in Erscheinung tritt. Das ist bei einigen Game Freak Spielen der Fall und das finde ich nie so gut. Aber hier ist es eigentlich ziemlich prima gelöst. Anschließend folgte dann aber eine weitere Route, und zwar links von der Stadt, und dort musste ich dann ein weiteres Mal gegen meinen Hauptrivalen antreten, der ein gutes Stück stärker geworden war. Und witzigerweise kann man dort auch eine kleine Nebenquest machen und ihm ein Lucario bringen, was er sucht. Das war aber vollkommen optional, ich konnte den Kampf auch so führen.
und sein Team war mittlerweile eigentlich ganz gut geworden. Ich konnte aber sein Kramor one-shotten über Overdrive von meinem Riffex, also eine sehr gute Elektroattacke, und das ist halt auch speziell nicht so defensiv. Und dann ging es weiter mit Zumpex, was er mittlerweile mega entwickeln konnte. Ich hatte aber mal wieder meinen Bregaron dabei, um das vierfach effektiv anzugreifen, also auf der Pflanzenseite war ich definitiv vorbereitet. Und Bregaron hat auch eine Schutzschildattacke, die dem Gegner Schaden machen kann, wenn er halt in das Schutzschild reinlaufen sollte, und tatsächlich auch eine sehr gute physische Defense, also war es auch ziemlich perfekt gegen solche Gegner wie Zumpex. Danach folgte aber ein Cavalanzas mit Megahorn, also mit 120er Basisstärke, und da bin ich dann lieber in Fuego gewechselt, um das Ding mit Feuer zu outspeeden. Und anschließend hatte er auch noch einen Barrikadax mit Adrenalin, also die Geradax-Entwicklung von der 8. Generation. Dort konnte ich aber mal wieder Bundlebee rausholen und über Käferattacken sehr effektiv angreifen. Und zum Abschluss kam dann noch Gastrodon rein, also ein weiteres Wasser-Boden-Pokémon, was ich dann wieder mit Bregaron besiegen konnte. Also das war ein wirklich guter Fight für mein Team, ich hatte hier einige gute Matchups. Worüber ich mich dann aber besonders gefreut habe, waren die nächsten paar Gebiete, und zwar musste ich dann in eine Eishöhle gehen und es begann jetzt ein großes Eisbiom. Und die finde ich bei Pokémon-Spielen immer besonders hübsch, also freue ich mich immer, wenn sowas dabei ist. Und ich musste dort in der Eishöhle gegen Elaine antreten, einen weiteren Trainer mit einem Glurak, der mich hier ein bisschen beschimpft hat, um ehrlich zu sein. Und das war hier dann plötzlich noch ein weiterer Rivale, der auch verdammt stark war. Und der kam einfach so aus dem Nichts. Ich meine, ich konnte zunächst mal einfach sein Nidoking besiegen über Erdbeben von meinem Stadobor, aber dann kam sofort sein Glurak rein, was selbstverständlich mal wieder mega entwickeln konnte, in die Drachenversion, und das Ding war mit Flammenblitz einfach komplett übertrieben. Es konnte auch praktisch mein gesamtes Team outspeeden, außer vielleicht Bundlebee, was aber dagegen fast keinen Schaden gemacht hätte. Ich musste also dann praktisch sofort Fuego wegschmeißen und dann Lapras einwechseln, was ich in der Eishöhle zuvor gefangen hatte. Und mit Lapras konnte ich dann zumindest einmal angreifen, um Glurak ein bisschen zu schwächen, während sich das in Drachentanz verrannt hat, weil es nicht ganz die Killrange gegen Lapras gesehen hatte. Und durch den Rückstoßschaden von Flammenblitz ist Glurak dann wegen Lapras fast down gegangen. Um es aber zu finishen, musste ich hier in Bregaron gehen und den Schutzschild benutzen, der wie gesagt ein bisschen Schaden macht, wenn der Gegner da physisch reinläuft. Und somit konnte ich Glurak dann irgendwie klein kriegen. Als drittes folgte aber dann ein Phasersnob, also ein perfektes Out gegen Bregaron, und das Ding hat Sturzflug gespammt, was unglaublichen Schaden macht. Ich habe also lieber Bregaron geopfert, um safe rüberzukommen in Riffex, um halt irgendwie noch das Phasersnob aufzuhalten, aber dann kam auch noch ein mächtiges Metagross rein. Also Elaine hatte hier wirklich ein gutes Team. Glücklicherweise war dann aber mein Staloboy hier schnell genug, um Metagross zu outspeeden, nachdem Riffex down gegangen war wegen Zen Headbutt. Und dann kam als letztes noch Zoroark rein, und da konnte sogar Staloboy noch einmal Flammenwurf überleben im roten Bereich, um Zoroark zu finishen. Ich hätte aber auch noch Bundlebee gehabt, um den Kampf damit zu Ende zu führen. Aber durchaus ebenfalls ein sehr starker Rivale, den wir auch später nochmal wiedersehen werden. Und nachdem ich dann eine sehr schöne Schneeroute erkunden durfte, die so ein bisschen diese Asche-Mechanik von Dorf Wechselfeld aufgegriffen hat, nur halt hier mit einem Schneeeffekt, bin ich in Capri City angekommen und dort bin ich dann wieder auf Alan getroffen, der mir erzählt hat, dass tatsächlich die Eis-Arena-Leiterin entführt wurde und die musste ich jetzt erstmal retten. Capri City hat mir aber auch sehr gut gefallen und ich finde es wie gesagt immer eine prima Idee, wenn man halt verschiedene Biome einbaut. Sowas macht eine Region einfach vielseitig und hat wirklich jedes Gebiet zu was Besonderem. Und auf der nächsten Schneeroute musste ich dann zunächst mal einem NPC helfen, der wollte, dass ich einen Biker besiege, der ihn scheinbar irgendwie geärgert hat. Auf jeden Fall war das ein kleiner Miniboss. Aber dann konnte ich schon in die Höhle gehen, wo ich natürlich mal wieder auf Isaac getroffen bin. Und der hat tatsächlich hier die Eis-Arena-Leiterin einfach eingefroren und dann konnte ich gegen ihn antreten. Man kann aber den Kampf gegen Isaac hier auch einfach skippen und da muss man selbst rausfinden, wie man die Arena-Leiterin wieder befreien kann. Das würde ich aber nicht empfehlen. Und natürlich wollte ich auch den Bosskampf unbedingt spielen, zumal die Isaac-Bosskämpfe bis dahin definitiv Highlights waren. Da die Levelkurve jetzt Level 50 erreicht hatte, konnte ich hier erstmals Brutalanda spielen, also im Pseudo-Legendary, und das hatte Knirscher, um direkt Hisui Tonupto sehr effektiv anzugreifen und weiteres neues Geist-Pokémon, was Isaac jetzt gespielt hat. Dadurch, dass ich aber outspeedet wurde, habe ich den Kill nicht geschafft und dann musste ich finishen über Bundlebee, weil das halt mein schnellstes Pokémon war. Witzigerweise hat er hier aber auch ein Hooper gespielt, also ein weiteres Legendary. Es war aber Gott sei Dank kein Hooper unbound und dementsprechend hat es auch nicht so viel ausgehalten.
Ich konnte also in Stalobor gehen und über ein Erdbeben sogar einen One-Shot hinbekommen, was mich selbst ein bisschen überrascht hat. Danach folgte aber dann Golgantis, ein sehr starkes Bodengeist-Pokémon. Er hatte hier also mal wieder einige Geister dazu bekommen, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Dort konnte ich aber in Brigaron gehen, um mal wieder sehr effektiv anzugreifen, über Samenbomben. Es war schon krass, wie oft Brigaron hier praktisch war in diesem Run hier, aber auch bei diesem Kampf war es eine sehr gute Unterstützung. Und generell ein Pflanzen-Pokémon mit dabei zu haben, ist halt einfach meist angenehm. Auch wenn das Schutzschild in dem Fall hier jetzt nicht so viel gebracht hat. Was dann aber danach passiert ist, hat mich ziemlich irritiert. Denn es ging dann weiter mit Mega Zubiris, also einem weiteren sehr guten Geist-Pokémon. Das konnte aber Brigaron hier einfach irgendwie nicht finishen. Und dementsprechend habe ich auch den Kill noch ohne Probleme hinbekommen. Und dann konnte ich sogar auch noch mit Brigaron einfach den Kostümspuk von Mimikma brechen, Isaacs letztem Pokémon hier mal wieder. Und dadurch, dass Brigaron dann nur noch so wenig Leben hatte, musste ich auch nicht befürchten, dass Mimikma hier irgendwie großartig setupt oder so. Es hat mich also einfach gekillt. Und dann konnte ich finishen über Stalobor, ohne große Schwierigkeiten. Also würde ich sogar fast sagen, dieser Isaac-Fight hier war mit Abstand bisher der leichteste. Aber er wird später natürlich nochmal wiederkommen und dann auch wieder stärker sein. Also so viel kann ich schon mal versprechen. Wenn man aber Isaac besiegt haben sollte, dann erfährt man, wie man die Arenaleiterin retten kann, beziehungsweise wie man sie wieder auftaut, und zwar über eine Potion, die man herstellen muss. Und dann kann man zum Dank antreten bei der vierten Arena. Isaac war es allerdings gelungen, ein Manuskript zu stehlen, was er später noch benötigt hat. Und das Rätsel von der Eisarena bestand praktisch aus drei großen Räumen, wo man Löcher umgehen musste, die man aber zuvor nicht sehen konnte. Und noch ein paar kleine Eisrutschrätsel, wie wir sie auch von Game Freak gewohnt sind. Und dann konnte ich gegen die Leiterin antreten, und natürlich war auch das mal wieder ein Doppelkampf, um es möglichst unangenehm zu machen. Nun ist aber natürlich Eis nicht gerade der beste Monotype, und das hat man hier auch deutlich gemerkt. Die Leiterin hat begonnen mit Snibunna und Alola Molnona, und ich konnte beide One-Shotten über die Käferattacke von Bundlebee und Eisenschädel von Stalobor. Und dann ging es mal weiter mit Arctozolt, was hier gedynamaxed ist, und das war auch durchaus ziemlich gefährlich. Ich konnte aber das erstmal ignorieren und beispielsweise Mamutel fokussen, um da erstmal einen safen Kill zu machen, um Bundlebee praktisch aufzugeben. Und dann habe ich in der nächsten Runde sogar es geschafft, mit Stalobor noch einmal Max Hailstorm zu überleben, also die Dynamax Eisattacke auf praktisch einem KP. Und damit konnte ich nicht nur erfolgreich Alola Sandama einfach über Brigarons Durchbruch wegräumen, weil sich in Schwertanz verrannt hat. Ich habe dadurch sogar noch Erdbeben rausbekommen und konnte somit Arctozolt auch ein bisschen schwächen. Und Brigaron hat logischerweise resistiert. Am Ende war der Kampf dann aber trotzdem noch relativ knapp, weil ich musste halt Arctozolt immer noch irgendwie killen und es kam dann auch noch Frostige rein. Und ich hatte dann zwar neben Lapras und Riffex auch noch Brutalanda über, aber das hätte halt eine große Mal-4-Schwäche gehabt, also hätte das gar nicht mal so viel helfen können. Tatsächlich haben aber Lapras und Riffex dann den Kampf zu Ende führen können, zumal Lapras auch Eisattacken vierfach resistieren konnte. Ich würde aber sagen, von den Doppelkampfarenen war das mit Abstand die leichteste. Aber wie gesagt, Eis-Monotype ist halt auch einfach extrem anfällig. Nachdem ich aber den vierten Orden jetzt erfolgreich geholt hatte, konnte ich jetzt nicht nur ein Teleporter-System nutzen, um tatsächlich schnell zu reisen zwischen den großen Städten, bevor ich Fliegen freigeschaltet hatte. Ich konnte jetzt auch endlich gegen den Wasser-Arena-Leiter antreten, der mich endlich für stark genug befand. Das Ganze war also ähnlich aufgebaut wie die normale Arena von Norman in der 5. Generation, die man auch recht früh im Spiel sieht, aber erst als 5. Orden dann wirklich machen kann. Und das Arena-Rätsel war ein simples Stärkerätsel mit Schaltern, wie man das auch schon von Game Freak öfters gesehen hat. Ich konnte zunächst mal sein Pelipper one-shotten über Riffex, aber das hat sofort über seine Fähigkeit Niesel Regen rausgelegt. Und dann ging es weiter mit Pescagon, was ja auch schon Trainer Rot verwendet hatte, und das ist im Regen halt wirklich komplett lächerlich mit Fishes Rant. Ich habe dort Stalobor sofort panisch geopfert, weil es bei dieser Arena hier sowieso kaum helfen konnte, und dann habe ich Brutalanda mit Bedroher eingewechselt, und obwohl Brutalanda hier sogar Wasserattacken resistieren konnte, war es trotzdem fast One-Shot. Der Move ist halt wirklich komplett broken vom Pescagon. Aber gut, ich konnte es zumindest über eine Drachenattacke vorschwächen, Brutalanda dann auch aufgeben und dann später outspeeden über Bundlebee, was hier mal wieder definitiv den Tag gerettet hat. Und das sogar gleich doppelt, denn es kam dann ein rotes Gyarados rein, angelehnt an die 2. Generation, und das hat sich mega entwickelt und den Drachentanz verrannt. Bundlebee war hier aber so schnell und stark,
dass ich Gyarados two-shotten und outspeeden konnte, selbst nach dem Drachentanz. Als viertes muss ich dann aber auch noch Barakiefer besiegen, was halt ebenfalls verdammt schnell ist, und das hat hier Liquidation gezündet. Und dort bin ich dann in Lapras gegangen, um das irgendwie zu wollen, was aber null funktioniert hat, also Lapras wurde hier in kürzester Zeit komplett zerstört. Aber Gott sei Dank konnte ich dann mal wieder in Brigaron gehen und nach der Vorschwächung von Lapras konnte ich dann Barakiefer tatsächlich killen, obwohl es eine Dynamax-Psycho-Attacke gezündet hat, weil Brigaron wie gesagt recht defensiv ist und Barakiefer ist eher eine Glass-Cannon. Und den Rest dieses Kampfes hier konnte ich dann mit Bumblebee zu Ende führen. Denn es ging dann weiter mit Sedraking, wo ich safe reinwechseln konnte und das Ding konnte ich two-shotten, auch nach Z-Regentanz, das hat nicht viel gebracht. Und zu guter Letzt folgte dann Hisui Admurai, was gegen Bumblebee auch kein gutes Matchup hatte. Aber das war schon wirklich ein sehr harter Orden und eine extrem gute Wasserarena, obwohl es nicht mal ein Doppelkampf war. Da sieht man einfach, wie krass Monotype Wasser sein kann, das darf man niemals unterschätzen. Ja, und was schöne Nebengebiete angeht, ging es dann direkt weiter, denn ich musste dann einige Strandrouten erkunden bzw. Meeresrouten, die wirklich hübsch ausgesehen haben, und dort gab es beispielsweise eine Custom Gyarados Barrikade, wo ich gegen überlevelte Gyarados antreten musste, die man auch fangen kann theoretisch. Und dann gab es einige Zeit später ein weiteres kleines Boss-Battle gegen Trainer Gold, der ein Rematch haben wollte. Und der war jetzt durchaus ein bisschen stärker geworden und hatte jetzt auch ein volles Team. Zunächst mal hatte er jetzt sein Griffel entwickelt, aber das konnte ich komplett wallen über Brigaron, was mal wieder physisch praktisch gar keinen Schaden gefressen hat. Daraufhin folgte aber Lauchzelot und das wollte natürlich Sturzflug gegen mich drücken. Ich bin dort aber rübergewechselt in Botalanda für Bedroher, um nicht so viel Schaden zu fressen und dann konnte ich über Fliegen sehr effektiv angreifen, denn Lauchzelot ist ein Kampf-Pokémon. Und als drittes folgte dann Mautzinger, was eigentlich für Botalanda recht unangenehm wäre. Dadurch, dass ich jetzt aber kein Feuer-Pokémon mehr gespielt hatte, hatte ich jetzt Feuer-Coverage auf Brutalanda, um das so ein bisschen zu kompensieren. Und zwar hatte ich Flammenwurf drauf. Trainer Gold hatte aber noch deutlich mehr zu bieten. Denn er hatte jetzt mal wieder sein Turnupto dabei, was jetzt voll entwickelt war. Und das hat zwar dieses Mal nicht Gedynamax wie das Igelava zuvor, es hat aber Eruption gespammt. Eine Feuerattacke, die 150er Basisstärke hat, bei vollen KP. Und dort bin ich dann nach dem Opfer von Brutalanda in Lapras gewechselt, was aber Feuer leider nicht resistiert hat und ich konnte Turnupto nicht mal one-shotten. Es hatte aber scheinbar ein Choice-Item und konnte deswegen nur noch Eruption spammen, obwohl das keinen Schaden mehr gemacht hat. Er hatte aber auch noch einen Mega-Sherox dabei und das war durchaus eine Ansage, zumal ja auch Flammenwurf von Brutalanda jetzt mittlerweile keine Option mehr war. Ich konnte aber dort Lapras opfern und an den Riffex gehen für Nuzzle, um erstmal das Ding zu paralysieren. Sherox hatte aber auch Schwertanz, um stärker zu werden. Ich hatte aber auf Riffex hier noch Feuerschlag als Überraschung, um tatsächlich dann doch vierfach effektiv anzugreifen. Und damit konnte ich Sherox dann auch ganz gut besiegen, zumal es sogar eine Fullpara bekommen hat. Und am Ende konnte ich dann auch noch Togekiss one-shotten, was Trainer Gold im Manga spielt. Also eine sehr coole Anlehnung. Was man sich aber nach dem Kampf gegen Trainer Gold auf jeden Fall auch holen sollte, ist das Item Choice Scarf, was man direkt daneben finden kann. Wahlschal ist eines der besten Items in ganz Pokémon, wenn nicht sogar das beste, weil es erhöht die Init eines Pokémon um 50%, wenn es sich in einen Move lockt. Damit kann man also wirklich vieles outspeeden und es kann extrem spielstark sein. Und danach ist der Hack dann förmlich explodiert mit neuen Biomen, denn es gab dann beispielsweise eine Wüste, die ich sehr cool fand, passt ja auch gut zu den tropischen Regionen, die ich kurz zuvor gemacht hatte. Und dort gab es beispielsweise auch eine kleine Oase mit ein paar NPCs mit Nebenquests und so weiter. Das war wirklich cool eingebaut, finde ich. Und natürlich hat mich dann auch eine sehr schöne Wüstenstadt erwartet, die auch mal wieder prima gestaltet war. Und dreimal dürft ihr raten, wer mich dann erwartet hat im Pokémon Center, und zwar war dort Barry. Und gegen den konnte ich ja auch noch ein weiteres Mal antreten, für ein weiteres Rematch. Und auch der hatte jetzt ein volles Team. Und ich muss sagen, ich finde es eine coole Idee, dass manche von diesen Rivalenkämpfen hier halt optional sind. Man wird nicht mit denen zugespammt, man kann sie machen, wenn man sie machen möchte. Zunächst mal wurde hier mein Riffex fast gebondshottet, von Risikotackle von seinem Staraptor, ich hatte aber Overdrive dagegen. Danach folgte aber sofort Mega Knackrack und das ist halt eine heftige Ansage. Dadurch, dass aber Riffex sowieso schon fast besiegt war, habe ich das einfach geopfert, um in Lapras zu kommen. Und Knackrack hat in der Megaform natürlich immer noch seine große Mal 4 Eisschwäche. Und Lapras hat hier gar nicht mal so viel Schaden genommen.
Und da ich, sobald Amaldo reinkam, wusste, dass natürlich eine Gesteinsattacke kommen wird, bin ich in Staloborg gewechselt, was das vielfach resistieren konnte, um Amaldo dann über Eisenschädel zu besiegen. Aber dann folgte mal wieder der Elektrohund aus Gen 8, der mich fast gekillt hätte, über Feuerzahn. Staloborg ist im roten Bereich gelandet. Er hatte aber auch mal wieder einen Barrikadax dabei und dort habe ich Staloborg dann gehen lassen, um im Bundlebeat zu kommen. Ich konnte aber Barrikadax nicht one-hitten und das Ding hat mich dann einfach so zerstört, wegen Adrenalin. Ich habe aber dann gefinisht über Brutalanda und das letzte Pokémon war dann Panferno, was gegen Fliegen nichts mehr tun konnte. Ich muss aber sagen, auch Barry war jetzt deutlich stärker geworden. Barry war aber mit Abstand nicht mal das Highlight von dieser Stadt hier, denn das war die Feuerarena. Und die hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ich würde sogar fast sagen, das war mein Lieblingsorden im gesamten Playthrough. Es gab zunächst mal bei dem Arena-Rätsel hier mal wieder diese Mechanik, dass man über Steine hüpfen konnte. Und das wurde kombiniert mit Kurteln, auf denen man reiten konnte, was ich ziemlich süß fand. Und es war ein kleines Schalterrätsel. Aber der Bosskampf hier war das eigentliche Highlight. Denn obwohl das Ganze hier mal wieder kein Doppelkampf war und auch nur Feuer-Monotype hatte, war das echt nicht einfach. Ich habe hier zunächst mal meinem Lapras Regentanz gegeben, um die Dürre von seinem Kurtel auszukontern und somit konnte ich Kurtel dann one-shotten über Surfer und ich hatte einen relativ guten Start. Der Leiter hat aber dann einfach Koplosio rausgeholt, also eine mächtige Ultrabestie und die konnte ich nur vernünftig besiegen über Staloborg mit Walschal, um das Ding auch wirklich outspeeden zu können. Dadurch war ich aber dann in Erdbeben gelockt und es folgte sofort Glurak in der Mega-Version, die Feuerflug ist, also das Ding war plötzlich immun gegen mich. Ich musste hier also Bregaron opfern, was ein furchtbares Matchup hatte bei dem Orden hier, um wieder in Staloborg zu kommen und eine Gesteinsattacke drücken zu können und dann konnte ich auch outspeeden, mal wieder wegen Walschal. Bei meinen Versuchen allerdings ohne Walschal wurde praktisch mein gesamtes Team outspeedet und gebonshottet, weil dieses Glurak hier einfach übertrieben war. Also maximal Brutalanda hätte vielleicht noch was machen können. Brutalanda habe ich aber auch noch anderweitig benötigt, weil der Leiter hier hat auch ein Bisaflor gespielt mit Chlorophyll, was halt in der Sonne doppelt so schnell ist und Solarstrahl spammen kann. Und das Ding ist hier gedynamaxed und musste dementsprechend unbedingt mit Fliegen besiegt werden. Denn wenn man in der Luft sein sollte, kann man Dynamax-Runden skippen, was hier extrem praktisch war. Brutalanda wurde aber neutral getroffen von Giftattacken und dementsprechend extrem vorbelastet. Und ähnlich wie bei Isaac zuvor, kam auch hier mal wieder ein Tenupto in der Hisui-Variante, aber dieses Mal mit Overheat. Dort konnte ich aber zumindest Bundlebee opfern, was Feuerschwäche hatte, auch mal wieder ähnlich wie Bregaron, um halt dann in Lapras zu gehen, während das Tenupto abgeschwächt war. Und dann konnte mich das zwar noch verbrennen und über tatsächlich 1000 Pfeile angreifen, das hat aber alles nicht geholfen. Aber sein letztes Pokémon war dann auch noch Ramot. Und selbstverständlich hat das sofort Faltereigen gespammt, weil sonst würde es ja nicht genug Spaß machen. Also der Leiter ist hier wirklich komplett eskaliert. Ich konnte dort aber zumindest in Riffex gehen, das Ramot paralysieren und es dann später aufhalten, vor allem durch eine Gesteinsattacke mit Staloborg, mal wieder auch mit Walschal. Aber ganz ehrlich Leute, ohne das Choice-Item hätte ich hier definitiv mein Team umbauen müssen und diese Arena-Leiter hier hatte ein echtes Champ-Team. Und das fast nur aus Feuer-Pokémon. Das muss man erstmal so hinkriegen. Und nach der Arena kam dann wieder eine ganze Menge Story auf mich zu. Und zwar habe ich dann einen großen Rüpelauflauf gefunden auf der nächsten Route zusammen mit meinem Rivalen. Und die haben dann erzählt, dass Isaac auf Route 6 was geplant hat. Und ich musste dann sogar später noch gegen die Rüpel antreten, die insgesamt 5 Pokémon haben. Die waren also auch mal wieder nicht so schwach, allerdings ein kleines bisschen unterlevelt. Um allerdings Isaac auf Route 6 stellen zu können, brauchte ich ein Item, was Kraxler ersetzen kann und das habe ich bekommen von einem NPC namens Sadida, der mir auch gleichzeitig noch eine Sidequest gegeben hat. Und dann konnte ich Isaac in der Höhle auf Route 6 stellen und er war gerade dabei Xerneas einzufangen, also das zweite Kavaligi der 6. Generation. Und dort habe ich dann auch ein bisschen Backstory von ihm bekommen und zwar hatte er scheinbar früher ein Igelava, was allerdings gestorben ist in der Kanto-Region, als er zusammen mit Giovanni unterwegs war, zu dem er aufgesehen hat. Allerdings ist er in Kanto auf eine Motorradgang gestoßen, die sein Igelava stark verwundet haben und vergiftet haben und es hat leider nicht überlebt. Und weil er sich dann Rache geschworen hat, hat er sich vorgenommen, die gesamte Welt nach seinen Vorstellungen zu verändern und somit kam er dann zu dem Plan, legendäre Pokémon einzufangen. Ich würde sagen, eine klassische Rom-Hack-Story, wenn auch vielleicht ein bisschen edgy. Aber auf jeden Fall ging es dann weiter in einer weiteren großen Küstenstadt
Und dort bin ich dann sofort wieder auf Isaac getroffen, der sich zusammen mit seinen Rüpeln auf den Weg gemacht hat, zu einer Insel. Ich konnte ihm aber noch nicht sofort folgen. Denn vorher musste ich noch den Arenaleiter der Stadt finden und mit dem zusammen musste ich dann einen Rüpel aufhalten, der leider sein Haus blockiert hat. Und dort habe ich dann das Ticket bekommen, um das Boot zu nehmen Richtung Insel. Bevor ich allerdings dorthin gereist bin, bin ich dann erstmal bei der eigentlichen Arena angetreten und das war ein Drachenorden. Und das Arena-Rätsel war in vollkommener Finsternis und man musste praktisch den richtigen Weg sich merken, so ein bisschen Kofferpacken ähnlich. Und natürlich kam auch jetzt mal wieder ein Bosskampf mit 6 Pokémon, aber das war erneut kein Doppelkampf. Der Kampf hier begann erstmal sehr gut für mich, weil ich konnte sofort sein Tandrak one-shotten über Erdbeben von Stardubor und dann ging es mal weiter mit Milotic, was kein Drachen-Pokémon ist, und das Ding hat mir eine Hydro-Pumpe angedroht. Ich konnte aber einfach rüberwechseln auf Brigaron, die Wasserattacke resistieren, ein bisschen gegenheilen über Leftovers und dann killen über Holzhammer. Eine sehr starke weitere Pflanzenattacke, die ich jetzt hatte, mit 120er Base Power, aber auch mit Recoil Damage. Und deswegen sind wir beide down gegangen. Und dann habe ich hier auf gut Glück einfach Bunbibi eingewechselt. Er hatte aber leider ein Hisui Gudra, also ein Drachenstahl-Pokémon. Dort konnte ich aber wieder rübergehen auf Stalobor und hier wieder einen Kill drücken durch Erdbeben. Also lief die erste Hälfte des Kampfes eigentlich ziemlich gut. Als viertes folgte aber das Pseudo-Legendary der 8. Generation und zwar Dragapult und es hat extrem heftige Init-Werte und es hat dann sofort mein Stalobor verbrannt, was aber noch ein bisschen gegengehen konnte mit Erdbeben, um gar nicht mal so üblen Schaden zu machen. Es hätte schlimmer laufen können, aber Dragapult war halt auch verdammt stark. Und selbst als ich es dann im roten Bereich schon hatte, musste ich hier panisch Lapras einwechseln, um irgendwie einen Hit tanken zu können, damit ich das Ding finishen konnte, weil es dermaßen gute Coverage hatte und weil es halt einfach mein gesamtes Team outspeeden konnte. Aber Lapras hält halt einiges aus, das ist ein gigantischer Tank. Dann ist aber was ziemlich Lustiges passiert. Es kam nämlich dann Brutalander rein, was eigentlich ziemlich gefährlich war, das hat aber Wutanfall gegen mein Lapras eingesetzt und war deswegen halt in die Attacke gelockt und somit konnte ich dann safe einfach Bundlebee einwechseln, was gegen Wutanfall komplett immun war. Und dann konnte ich Brutalander hier ohne Schwierigkeiten killen, sogar ohne Schaden zu nehmen, obwohl es sogar gedynamaxed hat. Und das letzte Pokémon war dann Dragoran, was sogar hier Drachentanz hatte, um stärker zu werden. Ich konnte das aber zunächst mal paralysieren, als ich es noch outspeeden konnte, um es in Schach zu halten. Und dann kam mir sogar eine Fullpara und Dragoran hat sich dann noch so sehr in Drachentänze verrannt, dass Bundlebee es besiegen konnte. Ich meine, Dragoran hatte auch noch Extreme Speed, um zu einem Sweep anzusetzen, aber sein Kill gegen Bundlebee hat dann nicht ganz geklappt. Aber auch dieser Orden hier hat mir sehr gut gefallen. Leider folgt jetzt aber die Stelle im Run, wo ich sehr schlechte Neuigkeiten habe für den English-Patch. Und zwar kam es dann zu einem Glitch, der bisher noch nicht behoben ist. Auf der Insel angekommen, konnte ich mir zunächst mal einige Beeren kaufen, was mich sehr gefreut hat, denn das waren Anti-Beeren gegen sehr effektive Attacken, die später im Run noch sehr nützlich sein können, also habe ich die sehr gerne mitgenommen und die waren auch nicht gerade teuer. Und man konnte auch beispielsweise auf der Insel einfach einen Ballon nehmen zu einem coolen Vulkangebiet, um Feuer-Pokémon einzufangen, was auf jeden Fall ein cooles optionales Gebiet war. Das Problem war aber leider das Sumpfgebiet, was danach gefolgt ist, wo es geregnet hat und wo es einen großen Tempel gab. Und dort sollte eigentlich die Story weitergehen. Aber dieses Story-Event hier funktioniert nicht bei dem einzigen English-Patch, den es bisher gibt und dementsprechend kam es dann dort zu einem Glitch. Wenn man dort reingehen sollte, dann despawnen sofort die NPCs darin, also die Rüpel, sobald man einmal den Raum verlässt und dann kann man zwar in diesem Tempel noch einige Items sammeln, wie auch beispielsweise den Meisterball, aber man kommt dann irgendwann bei einer Tafel an, wo man ein Passwort eingeben kann, was nicht funktioniert. Und egal was man eintippt, eine Höhle geht auf und dort trifft man dann auf einen leeren Raum mit einem verglitschten Zigarde, ja, und einem Z-Stein, der einem nicht viel bringt. Ja, und eigentlich sollte hier ein Story-Event passieren, wo Isaac halt Zigarde bekommt und wo man dann gegen Isaac kämpfen muss, der komplett übertrieben ist und wo man scheinbar auch verlieren soll. Und das ist eigentlich eine coole Idee, aber das gibt bisher nur in der portugiesischen Variante, aber ich habe zum Glück auch gute Nachrichten. Denn obwohl das Spiel verbuggt ist und man den Tempel nicht mehr betreten kann, wenn man ihn einmal verlassen sollte, kann man das Spiel trotzdem normal weiterspielen und es hat keine negativen Konsequenzen für den Run. Und ich bin mir ziemlich sicher, in einigen Wochen oder Monaten wird dieser Glitch auch behoben werden. Ich würde aber trotzdem nicht empfehlen, so lange zu warten, bis das gemacht wird, weil man weiß nie, wie lange es dauert und ob es behoben wird. Es ist halt immer noch ein ROM-Hack. Man kann aber dann einfach zurückkehren zur Wüstenstadt
wo man dann praktisch Zertrümmerer freischaltet und das Spiel fortsetzen kann. Und das richtige Story-Finale, was auch deutlich bedeutsamer ist, das kommt erst später. Und das funktioniert auch problemfrei, auch in der englischen Version. Wenn man aber die Szene mit Isaac nicht verpassen möchte im Tempel, dann gibt es dazu auch portugiesische YouTube-Videos, also zumindest dort kann man sich das schon anschauen. Wenn man aber dann nach Norden weitergehen sollte, dann trifft man erneut auf seinen Rivalen auf einem Friedhof und stellt fest, dass tatsächlich einige Sektenmitglieder sein Evoli getötet haben, was er kurz zuvor gefangen hatte. Das heißt, das Ganze ist vergleichbar mit dem, was Isaac passiert ist, und der Rivale schwört Rache auf die Sektenmitglieder. Erneut ein bisschen edgy, aber wie auch immer. Man soll dann auf jeden Fall zurückkehren zum Professor und ein bisschen sich absprechen, was man jetzt machen soll, um die Sektenmitglieder aufzuhalten. Und wenn man dann zum Professor zurückkehrt, erfährt man Folgendes. Irgendwo in der Region soll es ein Ei gegeben haben, was weitergegeben wurde, indem ein weiteres Zygarde ist. Ja, und das soll man sich selbst beschaffen, um auf den Kampf gegen Isaac vorbereitet zu sein. Also das, was ich schon zuvor gemacht hatte und rausgefunden hatte, und ich finde es eigentlich eine coole Idee. Dass man praktisch an dieselbe Macht wie die von Isaac kommen soll, um gegen ihn eine Chance zu haben. Und je nachdem, wie viele Zygarde-Zellen man hat oder ob man Zygarde spielen möchte, ist der finale Kampf gegen Isaac dann halt leichter oder ein bisschen schwieriger. In meinem Fall allerdings habe ich mich wie gesagt für schwierig entschieden, um es möglichst spannend zu machen, denn Legis sind natürlich verdammt stark. Kurze Zeit später bin ich dann aber wieder in der Höhle auf Trainer Rot getroffen und er wollte auch nochmal gegen mich kämpfen, mal wieder mit einem vollen Team. Trainer Rot hatte hier allerdings sehr schlechte Karten gegen mich, denn er begann mit Relaxo und ich konnte sofort leaden mit Brigaron und Hammerarm, einem sehr starken 100er Basisstärke Kampfangriff, und er senkt zwar die Init, aber Relaxo ist halt dermaßen langsam, dass ich es immer noch outspeeden konnte und einfach Two-Shotten konnte, und das hält auch physisch nicht so viel aus. Und dann ging es zwar weiter mit Hisuis Libuna, was mein Brigaron sehr effektiv hätte angreifen können. Ich konnte aber einfach wechseln in Stalobor und war immun gegen Giftangriffe, und scheinbar hat dieses Pokémon auch ein Choice-Item getragen, denn Trainer Rot konnte dann nichts anderes mehr einsetzen und ist einfach an Erdbeben downgegangen. Und ich wollte dann eigentlich mein Stalobor opfern gegen sein Turtok mit Hydropumpe, aber irgendwie hat mein Stalobor dort auf einem KP überleben können und das ohne Focus Sash. Das war einfach random. Und dadurch, dass ich Turtok hier natürlich auch outspeeden konnte, habe ich das dann einfach getwoshottet. Und ich konnte dann sogar noch einmal angreifen gegen Mega Bisaflor mit Eisenschädel, um das auch noch fortzubelasten. Und Mega Bisaflor hatte dann natürlich sehr schlechte Karten, nachdem Stalobor down war, gegen Brutalanda, einfach wegen der Attacke Fliegen, die hier sehr effektiv getroffen hat. Und an dem Punkt war der Kampf hier dann schon fast gelaufen. Ich konnte dann noch Pikachu one-shotten über Drachenklaue, weil das halt einfach kein spielstarkes Pokémon ist. Und dann kam zwar noch Glurak rein mit Hurricane, was mein Brutalanda einfach so gekillt hat, das hat extrem viel Schaden gemacht und leider auch getroffen. Ich konnte aber dann einfach in Riffex gehen und Nuzzle drücken und dann Overdrive für den Finish. Und ich konnte hier auch einmal Feuersturm tanken mit Riffex, weil das durchaus auch ein bisschen was aushält. Womit ich dann aber gar nicht gerechnet hatte, war Folgendes. In der Stadt von der 8. Arena-Leiterin, zu der ich gleich kommen werde, gab es noch ein weiteres kleines Bonus-Boss-Battle gegen Maike von Gen 3. Und die ist ja bekannt dafür auf diesem Kanal hier, nicht unbedingt die beste Trainerin zu sein, auch stellenweise in ROM-Hacks. Also wie hat sie sich denn hier geschlagen, im Expertenmodus? Zunächst mal hätte ich eigentlich Edonphan one-shotten können über Lapras, das hatte aber die Fähigkeit Sturdy, um einmalig nicht gewone-shottet werden zu können, und deswegen hat es hier Tarnsteine gegen mich rausgelegt, es gab aber Schlimmeres. Danach folgte dann aber Galagladi, und das ist grundsätzlich kein schlechtes Pokémon, vor allem nicht gegen Lapras. Ich konnte dort aber einfach Brutalanda einwechseln mit Kampfresistenz und Bedroher und Galagladi one-shotten überfliegen. Und dann hatte ich hier schon zwei Kills in der Tasche und das dritte Pokémon war dann nur Minun, was mir halt wirklich gar nichts entgegensetzen konnte. Ich konnte dort einfach safe rüberwechseln in Stalobor und das Ding einfach ohne Schwierigkeiten one-shotten. Mal wieder ein passendes Pokémon für Maike, was einfach gar nichts drauf hat. Und man müsste meinen, dass Stalobor dann große Schwierigkeiten hatte gegen ihr Wailord, das wollte allerdings von Tränen gegen mich einsetzen, wurde aber von Erdbeben outspeedet. Und da von Tränen mich zwar sehr effektiv getroffen hat, aber immer weniger Schaden macht, wenn Wailord hier weniger KP hat, habe ich fast kein Damage gefressen. Was dann aber durchaus gefährlich war, war tatsächlich ihr Megalogok. Megalogok ist wegen der Fähigkeit Speed Boost eines der gefährlichsten Megas überhaupt, und es hatte auch generell ein gutes Matchup gegen mein Team,
Ich konnte dort allerdings Brutalanda einwechseln und Close Combat halt erstmal einstecken und damit auch die Verteidigungswerte von Lugok senken und Bedroher rauslegen. Und dann konnte ich Brutalanda hier opfern, um in Brigaron reinzukommen. Und das war hier tanky genug auf der physischen Seite, um nach Bedroher einmal Flareblitz zu überleben und Lugok zu one-shotten, weil dessen Verteidigungswerte ja bereits stark gesenkt waren durch Nahkampf. Und um Maike dann noch ein letztes Mal bloßzustellen, hat der Hacker ihr dann auch noch Tropius gegeben, was wirklich gar nichts kann, und das konnte ich dann one-shotten über Lapras. Es ist aber schon wirklich witzig in meinen Augen, wie schwach Maike ist in praktisch allen ROM-Hacks und im Originalspiel. Das ist mittlerweile schon wirklich ein Meme geworden. Was mich dann aber auch überrascht hat, war folgendes. Die 8. Arenaleiterin musste ich dann zunächst mal suchen in einer anderen Stadt, weil die ihre Familie besucht hat, und das Arena-Rätsel war angelehnt an halt normale Fallrätsel von Game Freak plus Teleporter-Rätsel. Die Arena selbst allerdings war ein Normalorden, und das ist wirklich unüblich für eine 8. Arena. Und um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen, war das Ganze mal wieder ein Doppelkampforden, fast ohne Schwächen. Und davor hatte ich durchaus Respekt. Und dieser Orden hier hatte eine sehr coole Idee hinter sich. Und zwar hat die Leiterin hier mit einem Regigigas geleadet und mit einem Galar Smogmog, damit es Regigigas die Kurve bekommen kann, denn Galar Smogmog hat hier einfach immer Irrlicht gespammt, um die eigenen Pokémon zu verkrüppeln. Ich konnte allerdings hier Stalobor spielen mit guter Init und dem Item Life Orb, was ich mittlerweile hatte, um Galar Smogmog safe zu one-shotten, und somit konnte ich dann direkt gegen Regigigas vorgehen, bevor das komplett eskaliert ist. Aber generell war der gesamte restliche Orden hier auf Big Hitter ausgelegt. Denn die hatte einfach auch noch Leter King, ein Staraptor, was hier Sturzflug und so gespammt hat, für unglaublichen Damage, sowie auch tatsächlich ein Mega Kangama, eines der besten Normal-Pokémon aller Zeiten, und die neue Weiterentwicklung von Usering aus Legende Arceus, also Ursaluna, und das ist ein Normal-Boden-Pokémon, was unglaublich viel aushält und auch sehr viel Schaden machen kann. Das heißt, dieser gesamte Orden hier war einfach offensiv, unglaublich gefährlich und sie hatte nur sehr wenig Schwächen. Mir konnten hier aber ein paar Sachen extrem helfen. Zum Beispiel konnte ich die Schutzschildattacke einsetzen von Brigaron, um Aleta Kings Runde zu verschwenden, und dadurch, dass das seine schlechte Fähigkeit hatte, konnte ich damit ein bisschen Zeit rausholen. Und ich hatte halt auch beispielsweise später Brutalanda mit Doppelbedroher, was ja auch extrem geholfen hat. Denn so konnte ich den Schaden so ein bisschen eindämmen und vor allem auch die Kampfattacken von Brigaron haben dann auch extrem geholfen. Und später gegen Ursaluna beispielsweise hatte ich dann auch noch Lapras, was auch sehr effektiv angreifen konnte, das konnte sich also auch noch im Kampf beteiligen. Aber ganz ehrlich, ohne so Items wie Life Orb oder Choice Scarf, um das Ganze hier noch ein bisschen zu erleichtern, hätte ich auch hier definitiv mal wieder mein gesamtes Team verwerfen müssen, weil es sonst zu schlecht dagegen gewesen wäre. Also auch diese Orden hier waren ein echtes Highlight. Nun aber endlich zum großen Story-Finale, auf was das Spiel hingearbeitet hat. Und zwar kam zunächst mal der Bürgermeister der Stadt an, von der letzten Arena, dass Isaac jetzt seinen Plan in die Tat umsetzen wollte, um eine neue Welt zu kreieren. Und ich sollte ihn aufhalten. Und ich musste dann einen Berg erklimmen, wo ich zunächst mal einige Reporter wegschicken musste. Und dann musste ich hier antreten gegen einige Rüpel zusammen mit meinem Rivalen in einem 6 gegen 6 Doppelfight, was mal wieder ein ganz cooles Rüpel-Event war. Sonderlich schwierig war dieser Bosskampf aber noch nicht. Später musste ich dann aber weiter den Berg erklimmen, um so eine Art Speersäule zu erreichen, und dort habe ich dann Isaac gestellt. Und dann musste ich natürlich gegen ihn antreten, in seiner ultimativen Form, in dem bisher schwierigsten Bosskampf. Und er hatte jetzt tatsächlich Yveltal, Xerneas und Zygarde zusammengesammelt, um die gesamte Welt zu zerstören, um eine neue Welt zu kreieren nach seinen Vorstellungen, die halt gerecht und fair abläuft. Da ich das aber natürlich nicht zulassen konnte, bin ich jetzt ein letztes Mal gegen ihn angetreten. Und er begann hier mit einem Galar Corazon, vermutlich mit Ebolit, was ich nur gerade so über Knirscher von Brutalanda two-shotten konnte, durch einen Expertengurt, also ansonsten hätte das nicht mehr funktioniert und ich hätte sogar noch Irrlicht abbekommen, was ich mir aber nicht leisten konnte. Das Ding konnte aber zumindest schon mal Tarnsteine rauslegen, was halt nicht optimal war für mich. Als es dann aber weiterging mit Dragapult, was mich hier outspeeden wollte mit Dracometeor, konnte ich safe rüberwechseln auf Bundlebee und es outspeeden über Dazzling Gleam und tatsächlich auch knapp one-shotten durch Life Orb, den ich hier mal wieder tragen konnte. Aber vor allem halt auch durch die Tarnsteine habe ich hier trotzdem einiges an Schaden gefressen. Immerhin konnte ich dann aber auch noch mit Bundlebee einmal Stachelspore rauslegen gegen Durengard, um das noch zu verkrüppeln,
Und dann habe ich Bumblebee hier aufgegeben, um zu finishen über Stalobor und ein sehr starkes Erdbeben. Leider habe ich aber dort noch Schattenstoß gefressen mit Prio, ich wurde also erneut vorbelastet, da die Paralyse nicht so sehr gemettert hat. Leider hat Isaac hier aber auch Legi gespielt, und zwar Marshadow, und das hat mir Close Combat angedroht. Ich konnte dort aber zumindest Lapras opfern, was für diesen Fight hier jetzt nicht so zentral war. Und somit konnte ich safe rüberwechseln auf Butalanda, um auch Bedroher rauszulegen. Allerdings wurde ich dann angegriffen durch Felsgrab und bin fast ge-one-shotted worden, obwohl Marshadow bereits abgeschwächt war. Also das Ding war ein wirklich heftiges Monster, was sogar Life-Orb getragen hat, um noch mehr Schaden zu machen. Fliegen hat aber ausgereicht. Dadurch, dass ich aber selbstverständlich kommen gesehen habe, dass er auch mal wieder eine Migma spielen wird, habe ich in meinem Stalobor tatsächlich Wahlschall gegeben, um etwas mehr Inne zu haben, und somit konnte ich Brutalande opfern und über Eisenschädel gegen Mimigma hier ziemlich gut antreten, und das obwohl sogar Mimigma hier Drain Punch hatte, um Stalobor sehr effektiv anzugreifen und dabei sogar KP wiederherzustellen und halt auch noch Schattenstoß. Aber Stalobor konnte das alles noch gut wegstecken und hat den Kill hinbekommen. Und durch den Wahlschall konnte ich dann sogar auch noch einmal sein letztes Pokémon angreifen, und zwar sein Mega Gengar, um das noch ein bisschen fortzubelasten. Und dann habe ich später gefinisht über Reflex. Theoretisch hätte ich auch Stalobor noch einmal auswechseln können, um halt auf Erdbeben wechseln zu können, da das Mega Gengar keine Schwebe mehr hatte. Ich wusste aber nicht, ob es Prio-Attacken spielt und bin deswegen lieber auf Nummer sicher gegangen. Tja, aber was soll ich sagen, Leute? Der Kampf gegen Isaac war an dem Punkt noch nicht so ganz gelaufen. Denn ich wurde dann zwar von meinem Rivalen hier geheilt nach dem Fight, ich musste aber später dann nochmal gegen Isaac antreten, und zwar dieses Mal mit allen Gen 6 Coverlegis als ultimative Storyfinale. Und diese Pokémon will man halt wirklich gar nicht als Gegner haben. Es ging direkt los mit Xerneas, was einfach sofort mein Brutalanda gewonshottet hat, ich hätte aber auch nicht wirklich viel dagegen tun können, weil den Mondgewalt von Xerneas einzuwechseln ist keine wirklich gute Idee. Ich konnte aber wegen dem Wahlschall auf Stalobor dank Xerneas über Eisenschädel outspeeden und sogar einmal Erdkräfte wegtanken mit Stalobor, obwohl mich das sehr effektiv getroffen hat. Das war schon ziemlich gut. Und sobald dann Zygarde eingewechselt wurde, konnte ich mal wieder einen kleinen Trick machen. Und zwar konnte ich Stalobor dann einfach so aufgeben, an Wutanfall, und somit safe wieder an Bumblebee gehen, um einfach Dazzling Gleam zu spammen, sehr effektiv, um Zygarde tatsächlich aufzuhalten. Und es ist hier auch nicht in seine ultimative Form gewechselt, weil man das halt nur als Spieler haben kann, um Isaac übertrumpfen zu können. Finde ich aber trotzdem sehr cool umgesetzt, dass man das halt machen kann, wenn man sich den Kampf erleichtern möchte. Leider musste ich aber auch noch vorbei an Yveltal, und das konnte ich zwar ebenfalls über eine Feenattacke outspeeden und sehr effektiv angreifen, das Ding hatte aber leider Unheilsschwinge, um mich sehr effektiv anzugreifen und sich dabei sogar KP wiederherzustellen, das ist ähnlich wie Gigasauger. Und dann bin ich so ein bisschen in Panik geraten. Ich wollte es dann eigentlich paralysieren über Reflex, aber ich wurde gebonshottet über einmal Abschlag. Immerhin konnte ich aber dann noch Lapras einwechseln und das konnte dann mit seiner Eisattacke, die immer krittet, den Kampf zu Ende führen. Zumal auch Yveltal hier Lebenorb hatte, es hat also immer nach einem Move ein bisschen Schaden genommen. Aber dieser Kampf hier war wirklich mit Abstand der spannendste Kampf bisher gewesen. Und definitiv ein würdiges Storyfinale, da hat man einiges rausgeholt. Und nachdem ich Isaac dann das zweite Mal besiegt hatte, hat sich tatsächlich auch Zygarde gegen ihn gewandt und wollte ihn nicht unterstützen. Und später kam dann sogar die Polizei vorbei und hat Isaac eiskalt abgeführt, was ich immer lustig finde bei Romhex, weil es immer so ein bisschen out of place wirkt. Aber gut, zumindest ist alles gut ausgegangen am Ende und Zygarde hat dann sogar gelobt, die Erde zu beschützen und auch die Menschheit. Ja, und dann konnte ich Richtung Liga gehen bzw. zur Finale dieses Spiels hier. Ich habe dann aber auch beispielsweise noch einen NPC getroffen, der mir für einen Ultra-Bestin erzählt hat, also diesen ebenfalls einprogrammiert, und die kann man auch finden, wenn man möchte, genauso wie auch diverse legendäre Pokémon im Spiel, die wirklich überall versteckt sind. Und das finde ich immer eine sehr coole Sache, wenn auch die Legis eigene Gebiete haben und so. Auch wenn ich die natürlich für den heutigen Run leider nicht spielen durfte, das wäre natürlich zu leicht gewesen. Bevor ich dann aber Richtung Siegestraße gehen konnte, kam natürlich auch mal wieder der Rivale vorbei und wollte ein finales Rematch vor der Liga. Ich musste jetzt also nochmal gegen ihn antreten und er war erneut deutlich schwieriger geworden. Zunächst mal konnte ich hier nur ganz knapp seinen Kramor besiegen über Reflex,
über Nuzzle into Overdrive über einen Range Kill, also das hat nur manchmal funktioniert. Und dann ging es weiter mit Ursaluna, was halt wirklich einiges aushält. Und ich wollte das dann eigentlich outen über Bregaron, was ja hier ein sehr gutes Matchup hat. Das hatten wir ja schon zuvor gesehen, beispielsweise auch in der Normalarena. Aber trotz Holzhammer konnte ich Ursaluna einfach nicht killen und es hat Fassade gegen mich gezündet. Immerhin konnte ich dann aber Revenge killen über Bundlebee, denn natürlich ist Ursaluna nicht so schnell. Und als er dann Bundlebee kontern wollte über Skuntank, konnte ich safe rüberwechseln auf Stalobor und einfach One-Shotten über Erdbeben. Da konnte er relativ wenig gegen mich tun. Als viertes Pokémon hatte aber dann Amigento eingewechselt und das war durchaus ein Problem. Nachdem ich aber einige Male gegen meinen Rivalen hier verloren hatte tatsächlich, ist mir dann folgender Plan gekommen. Ich konnte hier in Brutalanda gehen für Bedroher, um Amigento erstmal ein bisschen abzuschwächen und dann konnte das zwar stellenweise auch speziell angreifen oder Schwertanz nutzen, um sich zu stärken, es hat aber einen Life-Orb getragen. Und es war dann möglich, hier zwischen Stalobor und Lapras hin und her zu wechseln, um immer mehr Chip-Damage drauf zu bekommen auf Amigento, durch halt eben den Life-Orb. Und dann konnte ich irgendwann in Bundlebee gehen und einfach Amigento outspeeden und finishen, sobald es dann in Kill-Range war. Und das Ganze hat zwar ein bisschen gedauert, aber es hat funktioniert. Und der Rest dieses Kampfes war dann erstaunlich einfach. Denn es ging dann weiter mit Mega Gewaltroh, denn er hat jetzt plötzlich einfach kein Sumpex mehr gespielt als kleine Überraschung, das konnte ich aber über Bundlebee ebenfalls perfekt outen. Und sein letztes Pokémon war dann Phalanx aus der 8. Generation, was ebenfalls eine fette Feenschwäche hatte. Und somit konnte ich den Fight hier dann zu Ende führen. Aber ich muss schon sagen, der Rivale hier war an dem Punkt echt stark geworden. Was ich aber auch ziemlich stark fand, war dann die Siegestraße. Weil es kam jetzt nicht nur einfach so eine simple Höhle, wie in jedem Game Freak-Spiel, einfach so dahin geklatscht, nein, es kam ein großes Labyrinth, was auch sehr schön designt war, mit einigen Trainern, aber auch Schatztruhen, die einen stellenweise bestraft haben, wenn man sie geöffnet hat. Beispielsweise gab es welche, die einen zurückteleportiert haben an den Anfang des Labyrinths, oder auch beispielsweise Schatztruhen, die das gesamte Team paralysiert haben oder verbrannt haben oder so, und es war eigentlich eine sehr coole Idee. Und am Ende von dem Labyrinth, als ich den Ausgang gefunden hatte, kam dann ein weiteres Mal Elaine und wollte ebenfalls nochmal gegen mich antreten, als weiteren Rivalen-Fight. Und auch der war jetzt stärker geworden. Ich persönlich hätte ihm aber kein Tentantel als Lead gegeben, weil das kann man natürlich leicht exploiten, wenn man eine Feuerattacke spielt. Danach kam aber Phasersnob rein, scheinbar mit einer Scope-Linse und der Fähigkeit Superluck oder so, weil das Ding halt ständig gekrittet. Immerhin konnte ich aber mit Riffex resistieren und zwei Attacken wegstecken und Phasersnob so besiegen, auch wenn es ein bisschen knapp war. Mein wichtigstes Pokémon bei dem Kampf hier war aber mal wieder Bundlebee, weil ich konnte dann zunächst mal Riffex opfern gegen ein Stibuna und dann über Bundlebee einmal Eisschar tanken mit Priorität, um Stibuna zu one-shotten und dann kam hier mal wieder Mega Glurak rein in der Drachenvariante und es war halt erneut ziemlich übertrieben. Ich konnte es aber outspeeden über Stachelspore und dann tatsächlich über Bundlebee einfach so komplett besiegen, weil sich das Ding hier einfach in Drachentanz verrannt hat, weil es halt unbedingt wieder schneller werden wollte und keine Gefahr gesehen hat in Bundlebee. Aber durch den Rückstoßschaden von Flammenblitz sind wir dann halt beide down gegangen und dann ging es weiter mit Hisui Admurai. Das Ding hat aber sofort Bedroher gefressen von meinem Brutalanda und dann wurde es komplett gewollt vom Bregaron, also ich bin da sehr gut mit fertig geworden. Ich musste dann aber auch noch gewinnen gegen ein mächtiges Metagross, was erstmal auf mein Schutzschild Agilität erwidert hat, um Init aufzubauen. Und dann hat es beispielsweise sein Headbutt eingesetzt, um Bregaron zu killen, aber auch Meteor Mash, um stärker zu werden. Und ich konnte es hier nicht mal one-shotten über Staloborgs Erdbeben und das Ding hatte auch noch Weakness Policy, was dann wegen Erdbeben getriggert hat. Also Elaine hätte mich hier fast noch sweepen können, aber Stalobor konnte das Ganze zum Glück zu Ende führen. Und daraufhin folgte dann die eigentliche Siegestraße, weil das Labyrinth war tatsächlich nur Bonus gewesen. Die Siegestraße selbst allerdings war eine Wasserhöhle mit Stromschnellen und auch beispielsweise einem Taucherabschnitt, der ebenfalls wunderschön designt war. Also hier hat man sich wirklich ausgetobt. Und es war definitiv eine der coolsten Siegestraßen, die ich bisher gesehen habe. Und ganz am Ende konnte ich dann einen Ballon nehmen, um Richtung Liga zu kommen. Bevor wir jetzt aber zur eigentlichen Liga kommen können, muss ich noch einiges durchsprechen. Beispielsweise hat mir das Liga-Gebiet sehr gut gefallen, wo es auch mal wieder einige Kaufstände gab, um halt einfach noch ein paar Sachen einzukaufen, um sich für die Liga zu rüsten.
Es gab aber auch beispielsweise im Liga-Gebäude, am PC, einen NPC, der hier einfach meine gesamten Orden stehlen konnte und er ist dann mit denen abgehauen. Und dann musste ich den wiederfinden, der hat sich allerdings in einem Mülleimer versteckt, also es war gar nicht mal so leicht, den zu finden. Und dann war das sogar ein kleiner Mini-Boss-Kampf, den es noch als Bonus gab, wobei der nicht so schwierig war. Ich konnte aber auch noch deutlich mehr machen. Denn wie gesagt, man könnte jetzt auch noch diverse legendäre Pokémon und so einfangen, man kann aber auch noch einige Rematches machen gegen die ganzen YouTuber, die eingebaut wurden. Auch alle mit 6 Pokémon im Team, also das ist tatsächlich recht umfangreich. Nicht unbedingt die schwersten Boss-Battles im Spiel, aber ich wollte zumindest mal erwähnen, dass die existieren. Und sobald man dann tatsächlich irgendwann die Liga machen möchte, wird man schnell feststellen, dass es ein Vorturnier gibt, um überhaupt die Liga freizuschalten. Und dort muss man dann insgesamt 7 gefährliche Boss-Battles machen, gegen bekannte Trainer mit vollen Teams, und wenn man dort auch nur einmal verlieren sollte, bekommt man sämtliche Orden aberkannt und muss die Arenaleiter rematchen, was ich eine lustige Idee finde. Natürlich wird kein normaler Spieler hier einfach random verlieren und dann seine Orden aufgeben, ohne vorher abzuspeichern, aber was der Hackersteller hier einem sagt, ist folgendes. Es gibt tatsächlich vollwertige Arenaleiter-Rematches auf über Level 90, also auf dem Liga-Level, und das ist einfach Bonus-Content, den man sich geben kann, wenn man das denn möchte. Ja, ich für meinen Teil bin dann aber angetreten bei den 7 Bosskämpfen, weil alles andere dieses Video hier dezent sprengen würde, und diese 7 Bosskämpfe waren auch ziemlich spannend. Und der erste Kampf war hier gegen Maike, und ich war jetzt sehr gespannt, ob die stärker geworden ist. Ich wusste aber auch, ich werde zwischen diesen Kämpfen hier mein Team niemals umbauen können. Und deswegen war das hier ein guter Testlauf für die Pokémon-Liga. Maike begann mit einem Hisui Waschakwill, was ich aber über Lapras nicht one-shotten konnte. Und ich wollte dann eigentlich safe killen über Surfer, was nicht missen kann. Aber sie hat dann einfach Velia eingewechselt mit Stormbrain, also war das immun gegen Wasserattacken. Ich bin aber dann einfach wieder übergegangen zu Eisangriffen und habe Velia einfach trotzdem komplett besiegen können, während das Stealth Rock rausgelegt hat. Natürlich hat sie hier aber auch mal wieder ihr Mega Logok gespielt und es war halt erneut eine große Gefahr. Ich konnte das aber praktisch erneut outen wie beim letzten Mal, und zwar konnte ich den Brutalander wechseln für Bedroher, um es erstmal abzuschwächen, und dann konnte ich ihr Lapras opfern, was für den Fight hier keine große Rolle mehr gespielt hat, um safe rüberzukommen auf Brigaron, was dann einmal Flare Blitz tanken konnte, um Logok wieder in einem Hit zu besiegen, weil dessen Defense-Werte ja bereits gesenkt waren, erneut durch Nahkampf. Wie der Kampf dann aber ausging, hat mich so ein bisschen überrascht, und zwar habe ich dann gegen Bisaflor erstmal Brigaron geopfert, weil es eh schon krass vorgeschwächt war, und dann wollte ich hier mit Brutalander erst eine Feuerattacke einsetzen, weil Fliegen nicht geklappt hätte, Bisaflor hatte nämlich Schutzschild. Aber nachdem dann Brutalander down gegangen ist, konnte ich einfach Stalobor einwechseln und damit einfach den gesamten Kampf zu Ende führen, sogar ohne Choice-Item oder so. Ich konnte damit nämlich einfach Bisaflor finishen und dann kam Feen-Pokémon rein, was eine Schwäche hatte gegen Eisenschädel, und sie hatte dann zwar noch ein Glaziola mit Icebeam, was ich nicht one-shotten konnte und was sie sogar Frostbite gegen mich rauslegen konnte, das war aber einfach Two-Shot und ihr Waschakwill war ja eh schon fast besiegt. Also auch dieser Kampf gegen Maike war jetzt nicht wirklich schwierig. Was mich dann aber ziemlich gefreut hat, ist, dass man hier auch weitere Kämpfer einprogrammiert hat, die bisher noch nicht vorkamen, und so musste ich beispielsweise als zweites jetzt gegen Gladio antreten, und das war ein Rivale aus der 7. Generation, also wirklich eine willkommene Überraschung. Und der hatte hier ein echt cooles Team. Zunächst mal konnte ich sein X-Bart nicht so gut über Riffex outen, denn X-Bart hatte hier Superzahn, um meine KP zu halbieren, das hat also ein bisschen wehgetan. Und danach folgte mal wieder ein Abigento, was ja ähnlich wie Arceus seinen Typen ändern kann, das war aber dieses Mal in der Normalversion und deswegen konnte ich hier Riffex outen, um in Brigaron zu kommen für Hammerarm, um Abigento erstaunlich schnell zu besiegen. Das war aber nicht das einzige Normal-Pokémon von Gladio, denn er hatte auch noch Porygon Z. Da ich aber noch nicht so sicher war, ob ich Brigaron nochmal brauchen würde, habe ich das dann geschont, um in Stalobor zu kommen, und tatsächlich konnte ich dort dann einmal Tri-Attack und einmal Icebeam überleben im roten Bereich, um Porygon Z zu one-hitten. Und ich würde sagen, das war auch ein sehr gutes Play, denn Brigaron wäre definitiv draufgegangen, und ich konnte dann sogar auch noch mit Stalobor einmal gegen sein Turtok angreifen, was ich dann später gefinisht habe über Bundlebee mit der Attacke Energieball. Aber Gladio hatte noch deutlich mehr parat, denn es ging dann weiter mit Mega Lucario, wo ich dann panisch in Brutalander gewechselt bin für Bedroher, um das irgendwie in den Griff zu bekommen,
Aber obwohl ich hier Lucario sogar sehr effektiv angreifen konnte, wäre ich fast noch down gegangen. Und dann kam auch noch Hisui Zuro Arc mit einer sehr guten Init, was hier dreist werden wollte durch Komprimator, allerdings hat das nicht gemattert. Und dann konnte ich Toolshotten über Lapras, um den Kampf abzuschließen. Aber dass man hier nochmal weitere Trainer eingebaut hat ins Spiel, finde ich sehr gut, weil hier einfach nur 7 verschiedene Charaktere zu recyceln, wäre vielleicht ein bisschen lame gewesen. Als drittes kam dann aber wieder ein alter Bekannter, und zwar Barry, gegen den hatte ich allerdings schon länger nicht mehr gekämpft, von daher war ich gespannt zu sehen, was der jetzt so drauf hat. Und der begann hier mit einem Empoleon, was ich aber sofort one-shotten konnte, über Hammerarm von Brigaron. Und ich habe das Ding auch outspeedet. Wo ich dann aber besonders vorsichtig sein musste, war bei seinem Toucanon, weil wenn man das angreift, während es seine Schnabelkanone auflädt, kann man verbrannt werden. Ich konnte dort aber in Reflex wechseln und ohne Probleme den Kill machen. Brigaron war dann aber sogar nochmal nützlich, denn es kam dann mal wieder Relaxo rein, was Barry ja auch spielt in der 4. Generation, und gegen Brigaron hat Relaxo halt einfach eine furchtbare Zeit, das konnte mir wirklich überhaupt keinen Schaden machen. Sein 4. Pokémon war dann aber Roserade, und da musste ich Brigaron wieder auswechseln. Ich konnte Barry aber dann mit einem Move einfach komplett zerstören, und zwar konnte ich einen Double Switch machen, erst auf Stahlebor, um die Giftattacke zu predikten, und dann auf Brutalanda ohne Pflanzenattacke vorherzusehen, und dann konnte ich Sweepen überfliegen. Weil Roserade war dann One-Shot, es kam noch Mega Scaraborn rein mit einer Mal-4-Schwäche, was auch nichts gegen Brutalanda tun konnte, und dann natürlich auch noch sein Panferno, mit dem ich bereits gerechnet hatte. Barry hatte also an dem Punkt komplett verloren, und Brutalanda war bei diesem Matchup hier einfach übermächtig. Wer aber natürlich auch nochmal gegen mich kämpfen wollte, war Trainer Rot jetzt beim 4. Fight, und vor dem hatte ich besonders Respekt, weil die bisherigen Kämpfe gegen ihn ja jetzt nicht wirklich leicht waren. Zunächst mal konnte ich aber gegen sein Dragoran mit Lapras leaden und das einmal anchippen, damit seine Multischuppe getriggert wird, und ich habe hier Drachentanz predicted. Und dann konnte ich safe rüberwechseln auf Bumblebee, was dann einfach so Dragoran outspeeden konnte, selbst nach dem Drachentanz, über eine Feenattacke. Es ging aber dann sofort weiter mit Mega Glurak mal wieder in der gefährlichen Drachenvariante, und das ist halt einfach ultra gefährlich. Ich habe also sofort dort wieder Stachelspore rausgelegt, um das irgendwie in den Griff zu bekommen, es hat mich aber sofort gekillt, und dann musste ich finishen über Stahlebor, das Ding hatte aber sogar dieses Mal noch Extreme Speed, um auch Stahlebor noch ein bisschen zu schwächen. Das mit gigantischem Abstand wichtigste Play bei diesem Kampf hier war aber das folgende. Sobald dann Lauchzolot reinkam, bin ich rübergewechselt auf Brutalanda, um eine Kampfattacke zu absorbieren, plus halt Bedroher, und dann habe ich hier Fliegen eingesetzt, damit das Lauchzolot seine Z-Attacke verschwendet, was noch ein schöner Nebeneffekt war. Das Wichtigste war jedoch, dass halt danach dann Pestkragon reinkam, was ich bereits kommen gesehen hatte, und das wollte dann logischerweise keine Wasserattacke gegen Brutalanda einsetzen, also hat es sich in Eisfang verrannt. Allerdings war mir klar, dass Trainer Rot hier vermutlich ein Choice-Item spielt, und dementsprechend konnte ich dann einfach Lapras einwechseln und Pestkragon war komplett aufgeschmissen. Denn Lapras konnte Eisattacken hier einfach vierfach resistieren und ich hatte zwar keinen wirklich guten Move gegen Pestkragon, aber nach einer Weile konnte ich dann gewinnen. Aber natürlich hatte Trainer Rot dann immer noch 2 Pokémon übrig, also immer noch eine ganze Menge. Ich konnte den Kampf aber dann trotzdem ganz gut zu Ende bringen. Ich bin dann bei seinem Lucario rübergewechselt auf Brutalanda, erneut für Bedroher, um das Ding über Fireblast zu killen, und dann kam noch Gengar rein, aber Stahlebor hatte hier noch genug Leben, um einen Move von Gengar zu tanken für Erdbeben, was ja auch mal wieder kein Schwebe hatte. Und dementsprechend war der Kampf gegen Trainer Rot zwar durchaus anspruchsvoll, aber definitiv gewinnbar. Was ich dann aber ein bisschen unpassend fand, war als 5. Trainer hier sofort Elaine zu platzieren, der halt dann wieder Mega Glurak hatte. Aber gut, gegen den musste ich dann auch gewinnen, ich konnte aber zunächst mal sein Hisui Arctilas one-shotten über Lapras, weil das einfach keine Spetsdef hatte. Wer auch immer gedacht hat, dass es klug wäre, ihm das als Lead zu geben. Natürlich wusste ich aber dann, dass er gegen Lapras sofort auf Outrage gehen möchte mit Mega Glurak, und dementsprechend konnte ich wieder safe in Bumblebee wechseln und auch dieses Mega Glurak erneut paralysieren, um es in den Griff zu bekommen. Und dadurch, dass ich dann sogar wieder Glück hatte über Drachentänze und Full Paras, habe ich sogar erneut hier über Bumblebee den gesamten Kill hinbekommen, beziehungsweise wir sind beide down gegangen. Dass Nibunda Wasser dann eingewechselt hat, konnte ich aber sofort bedrohen über mein Brutalanda, und dann konnte ich reinwechseln in Lapras, wo ich halt nicht wirklich viel von Nibunda zu befürchten hatte,
Und obwohl dann Elaine sogar seine Z-Attacke verwendet hat, habe ich ihn mit Lapras trotzdem gewinnen können, einfach über Megahorn, eine sehr starke Käferattacke, die ich erneut von dem Tutor hatte, aus dem Pokémon Center. Der Rest des Kampfes lief dann aber ziemlich chaotisch ab. Denn ich wollte dann erstmal sein Tektas besiegen, über Brutalander mit Fliegen, allerdings wechselt es halt raus durch seine Fähigkeit, also es ist nicht für den Kill drin geblieben. Und dann ging es hier weiter mal wieder mit einem Amigento, dieses Mal in der Feenvariante. Das ist aber auch rausgewechselt mit Parting Shot, um mein Brutalander hier abzuschwächen, damit ich halt kein so gutes Matchup mehr habe gegen das, was reinkommt. Das war aber dann Phasersnob, wo ich in Riffex gehen konnte, um Phasersnob einfach zu besiegen. Ja, aber dann muss ich mich wieder irgendwie mit Abigento rumschlagen und das war hier wirklich unglaublich defensiv. Ich habe dann Riffex hier geopfert, um in Staloboard zu kommen und wollte eigentlich über Eisenschädel killen, aber das hat einfach nicht ausgereicht. Und dann bin ich hier noch fast an Flame Charge gestorben, der Kill hat aber knapp funktioniert und dann konnte ich mit Staloboard hier auch den Kampf zu Ende führen. Aber der Kampf gegen Elaine hier war ebenfalls gar nicht mal so einfach. Mein persönliches Highlight bei diesen Kämpfen hier war aber definitiv der vorletzte, weil ich musste dann gegen N antreten aus der 5. Generation und es ist auch einer der bekanntesten Trainer, vermutlich im gesamten Franchise. Und auch diesen Trainer hier hatte ich definitiv nicht kommen sehen. Es begann mit Aeopteryx und Stealthrock und ich konnte das nicht one-shotten über Eisenschädel von Staloboar, weil das Ding Focus Sash getragen hat, weil es halt der Lead war. Ich konnte aber dann Erdbeben predikten und deswegen in Bumblebee wechseln und das hat hier Aeopteryx outspeedet, um es einfach zu finishen. Aber dann kam Patina Raja rein, ein Stahl-Pokémon aus der 8. Generation und dort bin ich wieder zurückgewechselt auf Staloboar, um zu killen über Erdbeben. Also lief der Anfang dieses Kampfes hier eigentlich ziemlich gut. Das mit Abstand wichtigste bei diesem Fight hier war aber Staloboar und Bumblebee auf gar keinen Fall verfrüht zu verlieren. Denn es ging dann weiter mit Flampivian, wo man theoretisch was hätte opfern können. Ich bin aber lieber in Brutalander gegangen, um Flampivian abzuschwächen und das war auch gut so. Denn ich habe dann zwar leider den Kill über Drachenklaue nicht so ganz hinbekommen und wir sind beide down gegangen, aber das vierte Pokémon von N war dann einfach Reshiram. Einfach mal ein Kavalegi aus der 5. Generation und dort musste ich dann mal wieder panisch im Bumblebee gehen für Stachelspore, um dieses mächtige Feuerdrachen-Pokémon aufzuhalten, wie auch schon bei den Mega-Gluraks. Ja und dann konnte ich Bumblebee aufgeben am Blue Flare, um zu finishen über Erdbeben von Staloboar, was dann Gott sei Dank auch gereicht hat. Und der Rest des Kampfes lief dann etwas fairer ab. Denn ich musste dann noch einen Zoroark besiegen, was ich über Lapras wallen konnte, wobei das knapper war als ich zugeben möchte, also Flammenwurf hat schon wirklich viel Schaden gemacht. Unser letztes Pokémon war dann Klick-Dick-Klack, was ich aber problemlos über Bregaron outspeeden konnte, obwohl das sogar setupen wollte. Aber der Kampf gegen N hier war ein echtes Highlight und dass der überhaupt hier vorkommt, hätte ich niemals vorhergesehen. Das war eine sehr willkommene Überraschung. Zum Abschluss sehen wir jetzt aber auch nochmal den Rivalen in seiner finalen Form, denn natürlich kam der jetzt auch nochmal wieder als Abschluss und als letzter Fight, um dann wirklich die Liga freizuschalten. Und der war jetzt nochmal stärker geworden. Zunächst mal wollte ich wieder mit Riffex gegen sein Cramor leaden, er ist allerdings sofort rausgewechselt, weil er jetzt in Killrange war sofort, in Seraora. Ich konnte das aber predikten und einfach in Staloboar gehen und Seraoras Close Combat überleben, um das Ding zu one-shotten. Und dann konnte ich zurückwechseln, sobald Cramor wieder reinkam, halt wieder in Riffex und dann ist Cramor drin geblieben, es konnte aber nicht wirklich viel gegen Riffex tun. Ich meine, ich konnte halt Stahl und auch Flugattacken resistieren, was soll das Ding bitte machen, außer vielleicht ein bisschen zu setupen. Als mich dann aber der Rivale Revenge killen wollte, über Ursaluna, bin ich rübergewechselt auf Brutalander, um Erdbeben zu predikten und Bedroher rauszulegen, und dann habe ich hier praktisch Lapras geopfert, weil ich mir dachte, einmal Fassade werde ich trotz Adrenalin überleben, wenn halt Ursaluna abgeschwächt ist, und ich bekomme zumindest einmal Surfer raus und kann dann später über Brutalander finishen, nachdem das wieder reinkommt. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert, auch wenn Ursaluna hier natürlich einiges ausgehalten hat. Leider hat der Rivale hier aber auch mal wieder Pescagon verwendet und das ist halt einfach brutal stark. Das hat aber dieses Mal keine Eisattacke gegen Brutalander verwendet, sondern Dragon Rush. Ich konnte also safe in Bumblebee wechseln und das erstaunlich schnell besiegen, ohne große Gefahr. Und an dem Punkt war dann dieses große Turnier hier auch so ein bisschen gelaufen. Ich konnte dann auch noch über Bumblebee sein Mega Lucario paralysieren und Bumblebee praktisch opfern, um in Staloboard zu kommen und dann konnte ich sogar auch noch dreist einmal Extreme Speed überleben und mit Erdbeben Lucario killen. Und das letzte Pokémon war dann mal wieder Phalanx,
was aber nichts tun konnte gegen Brutalanda, was halt immer noch gelebt hat. Ich habe es also am Ende schaffen können, diese 7 Bosskämpfe hier tatsächlich komplett durchzustehen, ohne mein Team irgendwie umbauen zu können. Und dementsprechend habe ich mich dann sehr gut vorbereitet gefühlt auf die Pokémon-Liga und die habe ich dann auch tatsächlich freigeschaltet. Tatsächlich läuft diese Liga hier aber so ein bisschen anders ab als bei originalen Game Freak-Spielen. Und zwar sind es zunächst mal keine random Trainer, sondern tatsächlich 4 Ritter und die haben tatsächlich verschiedene Teams und kein festgelegtes. Jeder Ritter hat nämlich 2 Elemente zur Auswahl und es ist random, gegen was man kämpfen muss, wenn man die anspricht. Ich habe allerdings für dieses Video hier entschieden, dass ich immer das möglichst Schwierige mache für meine Teamkonstellation, um das Ganze noch ein bisschen interessanter zu machen. Und ich kann jetzt schon mal anteasern, das hier waren einige der schwierigsten Kämpfe im gesamten Spiel. Und der erste Ritter hier hat variiert zwischen einem Pflanzenteam und einem Gesteinsteam. Und letzteres war hier besonders interessant. Grundsätzlich sind natürlich beide Monotypes jetzt nicht so spielstark und ich konnte auch hier sein erstes Pokémon über Lapras einfach so one-shotten, aber dann ging es weiter mit Nihilego, also einer starken Ultra-Bestie, und ich dachte eigentlich, ich kann das safe rüberwechseln auf Stalobor und habe nicht so viel zu befürchten. Weil ich halt Gestein und Gift sehr gut weggesteckt hätte, es kam allerdings Grass Knot, also Strauchler als Coverage-Move, und Stalobor hat dort schon mal einiges an Schaden gefressen. Sein mit Abstand größtes Monster bei diesem Fight hier war aber definitiv sein Rihornior, weil das ist Dynamaxed. Und ich konnte zwar hier in Bundleby gehen, um einmal eine Bodenattacke zu überleben und Energieball zu drücken, das hat aber nicht so viel Schaden gemacht, obwohl das Ganze sogar 4-fach effektiv getroffen hat. Und dann bin ich sogar noch in Lapras gegangen für Surfer, was wieder 4-fach effektiv getroffen hat, das hat aber auch nicht gekillt. Ja, und Rihornior hat mich hier die ganze Zeit gebondshottet, weil es einfach übermächtig war. Ich konnte aber dann zumindest in Brigaron gehen, um mit Hammerarm zu finishen, und dann ist was Erstaunliches passiert. Und zwar hat Brigaron dann diesen Kampf hier einfach komplett dominiert. Denn zunächst mal konnte ich dann sein Mega Despotar outspeeden und einfach so one-shotten über Hammerarm, und dann kam Terrakion rein, ich konnte aber dessen Nahkampf einfach überleben und das ebenfalls one-shotten, und dann kam auch noch Stack Attacker, eine weitere Ultra-Bestie, die hatte allerdings fast keine Init und immer 4 Schwäche gegen Kampf. Also obwohl mir das hier schon schwieriger fiel als der Pflanzenbosskampf, war das hier auch echt gut stemmbar, vor allem halt wegen Brigaron. Aber dieses Rihornior war schon ein sehr krasser Gegner. Und beim zweiten Top 4 Mitglied hatte ich dann die Auswahl zwischen Käfer und Elektro und ich habe mich hier für Elektro entschieden, weil das einfach der bessere Monotype ist, der auch nur sehr wenig Schwächen hat. Und es ging hier los mit Brizigel im Elektrofeld und ich konnte hier dankbar sein, dass ich ein Gift-Pokémon hatte in Riffhex. Denn Brizigel wollte hier sofort Toxic Spikes rauslegen, um mein Team zu vergiften. Ich konnte das aber two-shotten über Brutalanda und sobald dann Kaporiki reinkam mit einer Feenattacke, konnte ich safe rüberwechseln auf Riffhex, um die Toxic Spikes zu zertreten und dann konnte ich sogar Kaporiki one-shotten, einfach über Matschbombe. Und tatsächlich lief sogar die gesamte erste Hälfte des Kampfes sehr gut, denn es kam dann Rotom Wash rein und dort konnte ich halt safe in Brigaron wechseln, was halt nichts zu befürchten hatte. Sein viertes Pokémon allerdings war dann Zapdos und das wollte Dynamaxen. Und Dynamax Zapdos war dann ziemlich übermächtig. Ich habe hier wirklich häufig gegen den Trainer verloren und ich musste mich dann dazu entscheiden, hier Choice Scarf zu spielen auf Stalobor, um tatsächlich über Rock Slide zu outspeeden und damit zweimal vernünftig angreifen zu können. Ja, und da musste ich hier das ein oder andere Pokémon opfern und dann hoffen mehr oder weniger, dass es halt sobald Dynamax ausläuft, mal misst über Donner oder Hurricane, was halt beides nur 70% Genauigkeit hatte. Aber dadurch, dass halt Zapdos ein Elektro-Pokémon war, hätte ich es nicht mal paralysieren können und gerade deswegen war es halt so gefährlich. Dadurch, dass ich dann aber Wahlschal hatte auf Stalobor, konnte ich dann gegen Belektro einfach Riffhex opfern, um zu killen mit Erdbeben und dann musste ich nur noch gegen Mega Voltenso antreten. Und das konnte ich zunächst mal ganz gut wallen über Brutalanda, um es ein bisschen vorzuschwächen. Und dann konnte ich sogar später noch Lapras einwechseln mit einer Anti-Elektrobeere, um den Sack zuzumachen. Aber auch dieser Monotype-Kampf hier hatte es wirklich in sich. Hätte ich hier aber einfach die Käfer-Version gemacht, dann wäre das deutlich einfacher gewesen. Vor allem auch mal wieder wegen Brutalanda. Ab dem dritten Ritter wurde es aber dann nochmal deutlich schwieriger. Weil ich hatte dann die Auswahl zwischen einem Psycho-Team und einem Stahl-Team. Und das sind halt 2 Monotypes mit enorm viel Potenzial. Ich habe mich hier allerdings für Stahl entschieden, weil ich das Gegner-Team krasser fand.
Ich meine, zunächst mal konnte ich mal wieder sein Kramor one-shotten über Riffhex, also das hat auch hier mal wieder geleadet. Aber dann ging es sofort weiter mit Necrozma in der Solgaleo absorbiert Variante und das ist halt komplett übertrieben. Das ist Stahlpsycho und wollte hier einfach Dynamaxen, um noch unfairer zu werden. Und dort habe ich dann sofort Riffhex geopfert und Bundlebee geopfert, um safe das Ding zu paralysieren. Und da bin ich panisch im Regaron gegangen, um dagegen zu stallen, auch über die Schutzschildattacke. Aber damit konnte ich halt Dynamax-Attacken nur zum Teil abwehren, ein bisschen Schaden ist also durchgekommen. Und ich hatte dann wirklich absolut gar nichts in meinem Team, um dieses Necrozma vernünftig zu besiegen. Ich konnte damit Brigaron hier noch ein bisschen das Necrozma vorschwächen, um es auf den Kill vorzubereiten. Und dann konnte ich später nach dem Opfer von Brigaron auch noch Lapras einwechseln und damit Hydropumpe verzweifelt spammen, um es vielleicht irgendwie down zu kriegen. Das Ding war ein absolutes Monster und wahrscheinlich das stärkste Sigil-Pokémon, was ich im gesamten Run bekämpfen musste. Dadurch, dass ich aber tatsächlich das Necrozma in der letzten Runde gegen Lapras im Drachentanz verrannt hatte, hatte ich dann noch Lapras auf vollem Leben und ich konnte dann damit auch noch vollständig sein Mega Stolos besiegen, was halt keine so gute Spatstaff hatte, weil das konnte ich halt neutral angreifen. Ich habe aber zumindest Body Press gefressen. Nachdem ich dann aber gegen sein Melmetal, was er auch noch gespielt hat, auch noch meinen Lapras opfern musste, hatte ich nur noch zwei Pokémon übrig. Und ich konnte dann nicht mal über Stalobor mit Erdbeben das Melmetal vernünftig finishen, also ist Stalobor hier auch fast noch draufgegangen und trotzdem hatten mir hier noch zwei Kills gefehlt. Gott sei Dank waren die restlichen Pokémon aber scheinbar für den Support gedacht gewesen, und zwar waren das dann Tentantel und Klavion und mit denen bin ich dann auch ganz gut klargekommen. Denn ich konnte dann einfach auf Brutalanda wechseln und Fireblast spammen und so den Kampf zu Ende führen. Aber dieser Trainer hier war schon wirklich hart. Und ganz ehrlich, sein Psycho-Team wäre auch nicht viel leichter gewesen. Das konnte sich auch sehen lassen. Nun aber zum letzten Top 4 Ritter. Und dort hatte ich dann die Auswahl zwischen Flug und Gift. Und ich muss sagen, sein Gift-Team hat mir nicht so gut gefallen. Das war gar nicht mal so stark. Aber als ich dann für das Video hier gegen das Flug-Team angetreten bin, hatte ich echt Schwierigkeiten. Denn Flug Monotype umschließt extrem gute Pokémon stellenweise und ich hatte dagegen mit meinem Team auch kein so gutes Matchup. Zunächst mal musste ich auf meinem Riffhex irgendein Item spielen, was den Schaden erhöht hat, um das gegnerische Celesteela sofort rauszuscannen, was halt hier eine Ultra-Bestie war, dann kam aber Landorus rein. Das konnte ich jedoch predikten und in Lapras gehen und eine Eisattacke abfeuern, die dann auch vierfach effektiv getroffen hat. Landorus ist hier aber nur manchmal drin geblieben, das ist manchmal sogar rausgewechselt bei einigen Versuchen. Gegen sein drittes Pokémon bin ich aber recht gut klargekommen, weil das war nur ein Fiaro und dort konnte ich Lapras erstmal opfern, auch wenn es halt ein gutes Eis-Pokémon war, denn es war nun mal schon krass vorbelastet und dann konnte ich in Brutalanda gehen für Bedroher, um Fiaro in zwei Hits zu besiegen. Und ich wurde zwar ein bisschen vorbelastet, aber ich denke, das hat sich trotzdem gelohnt. Ich hatte aber auch in weiser Voraussicht hier Choice Scarf gespielt auf Brutalanda, um später auch noch Arctos Odds bieten zu können in der Galar-Variante, was er natürlich auch noch gespielt hat. Und das konnte ich somit über Brutalanda ebenfalls Odds bieten und zumindest zur Hälfte killen. Und dann konnte ich in Riffhex gehen, um Arctos zu finishen. Leider hatte aber Arctos hier scheinbar auch ein Choice-Item drauf, weil das hat wirklich unglaublichen Schaden gemacht. Daraufhin konnte ich aber diesen Bossgegner hier so ein bisschen austricksen. Weil ich wusste, es geht dann weiter mit Gyarados, was hier Dynamaxen wollte. Ich konnte da aber einfach safe rüberwechseln auf Bundlebee und einmal Kaskade tanken, um Stachelspore rauszulegen. Und dann hatte ich folgenden Plan. Ich wusste, wenn der Trainer hier Dynamaxen sollte mit Gyarados, kann ich trotzdem einfach mit Riffhex outspeeden, wegen der Paralyse. Und aufgrund der vierfachen Effektivität von Overdrive, das Ding am Dynamax vorbei, einfach trotzdem one-shotten. Und dann konnte ich auch noch gegen Celesteela gewinnen, was dann wieder reinkam, also wie gesagt die Ultra-Bestie. Er hatte dann aber auch noch ein letztes Pokémon und das war noch ein Mega Aerodactyl mit enorm großer Init. Und dort musste ich Riffhex dann endgültig opfern. Ich war aber tanky genug mit Stalobor, davon einmal Erdbeben zu tanken, um zu finishen über Eisenschädel. Denn Gott sei Dank konnte Aerodactyl hier nicht so viel tanken. Aber ich muss schon sagen, dieser Trainer hier war fast schon der schwierigste bisher im gesamten Spiel. Der hat einfach komplett übertrieben. Wen ich dann aber nicht so ganz gefeiert habe, war der Champ-Charakter, weil der war zwar durchaus ein starker Bossgegner, allerdings hat der sich hier offenbart als der Sohn von Isaac, der scheinbar alles gelenkt hat, was ich im Laufe der Story gemacht habe. Das war ein bisschen unglaubwürdig, ehrlich gesagt, aber hey, er war trotzdem ein sehr starker Bossgegner
Und tatsächlich hat der Champfight hier drei verschiedene Team-Variationen und ich habe mich auch hier mal wieder für die coolste entschieden, um es mir möglichst schwer zu machen. Und das Team vom Champ Joshua war dadurch erstaunlich gut. Zunächst mal hat er mit Stalobor geleadet und ich mit Lapras, damit ich sehr effektiv angreifen konnte. Allerdings hatte diese Stalobor Tarnsteine und das war schon mal ein recht nerviger Start. Und Erdbeben hat mir hier auch ziemlich weh getan. Und dann hat er einfach die neue Entwicklung von Barschuft gezündet aus Legende Arceus, also ein weiteres Hisui-Pokémon, und das ist halt extrem stark. Ich konnte aber in Brutalanda wechseln, wo ich ein ganz gutes Matchup hatte, und dementsprechend war auch Drachentanz nicht so schlimm, weil ich immer wieder Bedroher hatte, und dann konnte ich halt Knirscher spammen, ich habe aber auch selbst sehr viel Schaden gefressen. Was ich hier aber nicht so ganz verstanden habe, war sein Felinara. Weil das hat sich aus irgendeinem Grund in Gena verrannt, obwohl ich halt Schwäche hatte gegen Feenattacken. So konnte ich aber einmal über Fliegen angreifen und dann einfach rüberwechseln auf Stalobor, um mit Eisenschädel zu killen. Und das war erstaunlich einfach. Und Felinara hat dann immer noch nicht richtig angegriffen, es hat nämlich Wunschtraum ausprobiert. Der Rest des Kampfes war dann aber wieder deutlich spannender. Denn es ging dann weiter mit Mega Glurak, was ich heute schon einige Male gesagt habe, um ehrlich zu sein, also es kam bei dem Hack hier wirklich häufig vor. Aber dieses Mal wieder in der Flugvariante und dort habe ich dann Lapras geopfert, um in Bumblebee zu kommen, mal wieder für die Stachelspore. Ich will gar nicht nachzählen, wie oft mich hier Bumblebee gerettet hat bei diesem Run, wirklich extrem häufig. Und nach dem nächsten Opfer von Bumblebee konnte ich dann wieder in Stalobor wechseln für Rock Slide, um vierfach effektiv anzugreifen. Und der Rest dieses Kampfes lief dann sehr gut für mich. Es ging noch weiter mit Trikifalo, was ich aber prima wallen konnte über Brigaron, was einfach nicht viel zu befürchten hatte. Und dort konnte ich halt mal wieder sehr effektiv angreifen, einfach über Hammerarm. Und das letzte Pokémon war dann tatsächlich Rotom in der Rasenmäher-Variante. Und das ist durchaus über Blättersturm kein ungefährliches Pokémon. Wenn es aber Blättersturm spammen sollte, dann sinkt halt sein Spezialangriff und plötzlich ist es nicht mehr so stark. Ich konnte also dort dann einfach Brigaron opfern und in Riffex gehen, um damit diesen Run hier zu Ende zu führen. Ich muss also sagen, die letzten paar Top 4 Mitglieder fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger, aber auch das Champ-Team konnte sich sehen lassen. Da waren durchaus coole Pokémon dabei. Und wie gesagt, zwei weitere Team-Variationen hätte er ja auch noch gehabt. Und da sich dieses Spiel hier am Ende natürlich treu bleiben musste, wurde auch Joshua dann von der Polizei abgeführt, wie für Romhacks üblich. Und das fand ich auch hier mal wieder irgendwie deplatziert, aber schon irgendwie witzig. Ja, und was soll ich sagen zur Pokémon Dark Worship? Ich muss sagen, es war ein ziemlich guter Hack. Mir hat die gesamte Region vor allem gefallen mit den ganzen Biomen und den ganzen Ideen, die hier umgesetzt wurden in der Overworld. Und auch die Nebenquests beispielsweise waren wirklich gut gelungen, obwohl ich einige davon vielleicht nicht Pflicht gemacht hätte. Aber gut, das ist Ansichtssache. Ja, und was mir natürlich auch gefallen hat, sind die ganzen Bosskämpfe und dieser schwierige Expertenmodus an sich. Ich finde es prima, wenn Pokémon-Spiele sowas anbieten und ihr seht schon, ich habe keine Extra-Challenge gebraucht heute und es war trotzdem ein spannendes Video. Sowas wäre bei dem Game Freak-Spiel definitiv gar nicht möglich gewesen. Ja, und es gibt natürlich auch noch ein bisschen was an Postgame-Content, der ist allerdings nicht so umfangreich. Wie gesagt, das hier ist kein so gigantischer Hack, es soll aber beispielsweise einen Duellturm geben und wie gesagt auch die Möglichkeit, extrem viele Legis zu sammeln in eigenen Gebieten, die halt gut in der Region versteckt sind. Und all das wird nach und nach noch ins Englische übersetzt, also an dem Hack hier wird noch gearbeitet. Und ich denke auch, der eine große Glitch, den es gab in der englischen Version hier, der wird auch noch gefixt, also zumindest glaube ich daran. Aber gut, eure Meinung hierzu, gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne weitere Hacks vorschlagen, die ich hier mal ausprobieren soll, oder halt Dinge, die ich hier mal testen soll, in Dark Worship. Und da könnt ihr mir auch sehr gerne auf Twitch folgen, wo ich diese Runs hier regelmäßig live erspiele. Und ihr könnt mir auch sehr gerne hier ein Abo dalassen, das würde mich sehr unterstützen. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein. Bis bald, tschüss.